Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, wir geben uns heute die neue Folge von Seven Worlds Wild pünktlich, nicht so wie letzte Woche, es tut mir leid. Ich freue mich sehr drauf, Folge 6 sind wir schon angekommen. Bedeutet aber auch, wir haben noch 10 fantastische Folgen vor uns. Nicht vergessen, Freunde, am Samstag kommt natürlich auch wieder die neue Behind-the-Scenes-Reaction hier online. Freue ich mich sehr drauf. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall auch am Sonntag schon wieder mit der Folge 7. Und auch nicht vergessen, heute Nacht kommen die neuen Songs raus. Da werden wir einige auf jeden Fall heute Nacht direkt um 0 Uhr abchecken. Bleibt also gerne wach, wenn ihr wollt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt rein bei Seven Worlds Wild Panama Krokodil am Lager. Wir wissen alle, um wen es sich handeln wird. Sascha Huber. Ich glaube es. Ich bin gespannt. Werden wir wirklich ein Crocodile sehen? Oder auch nicht? Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wir schauen rein. Folge 7. Let's go. Folge 6. Folge 7 wäre schön, Bro. Wäre schön. Hätten wir noch eine mehr. Aber Folge 6. Los geht's. Ich freue mich sehr drauf. Let's go. Sponsor der heutigen Folge ist der BW Online Shop, bei dem ihr alles findet, was ihr für euer Abenteuer braucht. Rucksack, Schlafsack, Hängematte, alles, Trab und alles. Vieles mehr. Sie haben eine extrem große Auswahl, super Service und das Geilste ist schneller Versand. Der BW Online Shop hat ein extrem breites Sortiment und viele Schneller Versand, immer noch underrated. Ich bezahle lieber 3 Euro mehr, aber habe dafür schnellen Versand und... Also allgemein Versand und dieses Auspackerlebnis ist super wichtig, ob ich nochmal irgendwo bestelle. Wenn es sehr schnell kommt, eine hübsche Verpackung hat, irgendwie noch so ein Naschi mit drin oder so eine Karte. Hey Flo, danke für deine Bestellung. Manche Shops machen das. Da habe ich mehr Bock, da wieder zu bestellen, wenn man sich wertgeschätzt fühlt irgendwie. Habt ihr das auch? Bei mir ist das ganz wichtig. Irgendwie, weiß nicht. Finde ich irgendwie wichtig. Verschiedene Marken. Es gibt zum Beispiel sowas wie Helicon Tex oder Branded für Einsteiger, die Sachen auch alle. Ein bisschen günstiger sind, aber auch taktische Ausrüstung für Profis von Desmond in Tiger oder Carinthia ist am Start. Carinthia, guckt euch also um, deckt euch ein, egal ob Einsteiger oder Profi und spart mit dem eingeblendeten Rabattcode nochmal 10% aufs komplette Sortiment. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge bei Seven vs. Wild. Ich freue mich doch. Fritz, das war ein schönes Ansagevideo. Letzte Folge. Ich habe mein eigenes Pool. Was ist los? No letzte Folge. Fucking excuses. So geil, hier kannst du einfach machen, was du willst. Oh, der steckt im Holz. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, wir werden die Auswertung bekommen, der Pfeilbogenaktion am Ende dieser Folge. Ob ich überhaupt ankommen werde, ich sag's euch ganz ehrlich. Als ob. Hä? Das funktioniert ultra gut. Geil. Alles klebt, alles ist nass. Warum mache ich das eigentlich? Warum? Ah, ich freue mich doch. Ich freue mich doch. Okay, rein da. Folge 6. 12.54 Uhr, Tag 2. Wir fangen an bei Simsalabim Sabrina. Es hat gerade richtig angefangen zu schütten und ich liege jetzt hier unter der einen Hälfte von meinem Shelter. Bleibe das da, wird die Folge relativ trocken, muss ich sagen. Mit dem fetten Regen sein. Das nennt man dann wohl Dschungelregen. Ich bin froh, ich hatte gerade echt Probleme. Oh. Oh. So schön, angenehm. So schöner Sound. Das war's dann wohl heute mit Feuer. Wo meine kompletten Sachen gerade nass werden. Ey, ich höre immer Regen zum Einschlafen. Immer Regen zum Einschlafen. Ich mache mir auch jede Nacht gefühlt einen anderen Regen an. Ich habe so meine 2, 3 Favorites, aber Regen zum Einschlafen, googelt mal. Rain on Tent oder so, bam. Und dann das einfach im wahrsten Sinne des Wortes sich berieseln lassen zum Einschlafen. Wunderschön. Mein komplett vorbereiteter Zunder. Boah, ich find's richtig angenehm gerade. Gut, dass meine Laune gerade sowieso schon so super ist. Dann habe ich nicht mal ein Feuer. Ich werde direkt richtig müde, wenn ich so Regen höre mittlerweile. Mein Gehirn ist so drauf getrimmt, jetzt schlafen zu gehen. Ich werde richtig müde bei Regen mittlerweile. Boah, wie also angenehm. Ich muss ganz ehrlich sagen, die rechte Seite ist zwar nicht optimal, weil ein bisschen klein, aber sie hält mich trocken. Geil. Das motiviert mich tatsächlich, morgen auf jeden Fall die linke Seite noch fertig zu machen. Ey, sieht bequem aus bei Sabrina, muss ich sagen. Irgendwie habe ich damit jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt nochmal anfängt zu regnen. Ich könnte jetzt halt rausgehen und mich ein bisschen frisch machen und quasi duschen gehen. Aber kein Bock. Irgendwie habe ich keinen Bock. Fühle ich. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was ist,
wenn das jetzt die ganze Nacht so regnet. Ich wünschte, ich hätte ein trockenes Shelter, weil dann fände ich es richtig gemütlich. Es kommt gerade so eine richtig gemütliche Stimmung auf. Mhm. Weil ich mich einfach gerade... Es ist... Okay, stimmt, ich merke es gerade. Ich freue mich gerade total, dass die rechte Seite trocken hält. Ich finde es richtig, richtig geil gerade, dass ich einfach hier liegen kann. Das Problem ist nur, die linke Seite fehlt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist trotzdem gerade ein kleiner Glücksmoment, den ich gerade gebrauchen kann, dass es einfach funktioniert, dass ich hier rechts unter einem trockenen Shelter liegen kann. Und was ich auch gerade merke, was richtig gut an dem Regen ist, es kühlt gerade ein bisschen ab. Ich merke richtig, wie sofort meine Laune besser wird und ich einfach mich direkt besser fühle, körperlich besser fühle, weil es kühler ist und nicht diese drückende, tropische, warme Hitze. Ich bin sehr gespannt, was die anderen aus dieser Situation machen werden. Sabrina schwingt das gerade alles sehr ins Positive, was ich super, super gut finde. Aber ich glaube, ich habe irgendwie Joris im Kopf. Ich glaube, der wird sehr, sehr schlecht auf den Regen reagieren und den wird das richtig abfacken, aus der Fassung vielleicht sogar bringen. Ich glaube, das ist immer, was man draus macht. Natürlich, sie hat auch einen Vorteil, sie ist trocken gerade. Haben auch nicht alle. So ein Fritz zum Beispiel, Fritz wird nass einfach. Fritz wird nass. Otto hat ein bisschen Schutz. Und ja, Knossi auch mit seiner Hängematte, mit dem Netz. Das wird auch schwierig, ja. Und weil mich die Moskitos gerade zerstechen im Gesicht. Stell ich mir auch schlimm vor. Ja, die mache ich gleich wieder zu. Werde ich jetzt so liegen bleiben, bis es aufgehört hat. So habe ich übrigens die komplette letzte Nacht geschlafen. Ey, ich würde genauso schlafen. Wenn es nicht aufhört, kann ich direkt so liegen bleiben. Ich würde genauso ausschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Sabrina. Wir gehen zu Nova. Antonia, wie sieht's aus? Das machst du schön. Leute, ich habe geschafft, was ich wollte. Ich habe ein Feuer heute gemacht, aber es hat legit eine Sekunde gehalten. Ich das 2 Minuten anhatte, ja. So angefangen zu pissen. Kacke. Also es ist wirklich richtig am Stürmen. Oha, es ist noch ein bisschen da. Oha, big. Ja, ist leider auch vollendlich zusammengesackt jetzt, aber. Ja, ist natürlich sehr mieses Timing jetzt gerade, ein Feuer anzumachen. Sind so fett die Tropfen. Die machen das ganze Feuer aus, komplett. Ja. Mal die ganze Zeit. Schade, Schokolade. Was ein Schiebwetter. So, ich gehe jetzt in meinen Biwaksack. Und ich hoffe, es hört schnell auf. Bis gleich. Hello, Friends. Was geht ab, Bro? Ich bin jetzt gerade in meinem Biwaksack drin. Und ist eigentlich der, ziemlich. Bei Regen ist der Biwaksack schon big, würde ich sagen. Der ist schon big bei Regen. Nicht geil. Also, safe. Bei Regen ist der big. Ich habe auch echt viel Platz, wenn ihr es hier so sehen könnt. Okay, ihr könnt es nicht sehen. Aber man kann es so ungefähr. Ich habe schon echt viel Platz hier so. Also, das. So liegt man. Es ist in Ordnung. Es ist nicht das Allerbeste, aber es ist auf jeden Fall geil, weil ich trocken bin. Ich habe hier oben einen Kleiderbügel eingehangen und den in meinen Shelter da an die Seite reingesteckt. Und ja. Ich chill jetzt einfach hier drin erstmal eine Weile. Ich bin ein bisschen traurig wegen des Feuers, aber das kriege ich sicherlich wieder an, wenn es aufgehört hat zu regnen. Da bin ich jetzt sehr motiviert. Ich habe jetzt auch Kohle, die ich unbedingt haben wollte. Und genau, ich werde jetzt mal kurz ein bisschen ruhen, bis es weniger wird beim Regen. Und ich bin so dankbar gerade über den Biwaksack, weil ich hier wirklich. Hatte ich gerade gar nicht auch im Kopf, aber bei Nova natürlich super, super gutes Setting mit dem Biwaksäckchen. Richtig, richtig nice. Ja, und es ist halt wie ein Mini-Zelt. Safe. So, kurz ein bisschen schlafen hier vielleicht. Ich kann reden, ist alles entspannt. Geil. Ja, ich mache einmal kurz jetzt, ruhe ich mal ganz kurz und mache mal die Augen zu vielleicht und dann schauen wir mal. Oh, ich bin gerade, so oft ich den Biwaksack verflucht habe, bin ich jetzt gerade so dankbar, weil ich liege auch echt krass, sehr, jetzt sehr bequem. 2 von 2 sind happy mit dem Regen. Das ist geil, das ist richtig geil. Das freut mich voll. Oh shit, okay, bei Fritz sieht's ganz anders aus. Bei Fritz wird's jetzt ganz anders aussehen, sag ich. So sieht die Konstruktion jetzt gerade aus. Oh mein Gott, also eine Junge. Er hat sich einfach so ein Babybett gebaut, Junge. Holy shit. Hängende, was schaukelnde. Das? Fritz, Junge. Ja, ich wollte es eigentlich erst... Holy shit, wie gut das konstruiert ist. Der Mann, der baut da echt ein halbes Dorf hin. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der baut gleich Rathaus Level 3 und eine Schmiede... hier oben drauf bauen. Holy shit. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen dolle hoch ist. Und ich denke, so reicht es auch vom Boden. Krass. Sind wir hier locker einen Meter weg.
Und dann kann ich das nämlich gleich als Dachgestell nutzen. Das wird so angenehm. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen grob probiert, um überhaupt erstmal zu testen. Aber vielleicht knüpfe ich das auch alles nochmal ein bisschen fester. Das sieht also, so insane aus. Liegeprobe. Das sieht so krass aus, dass er das einfach gebastelt hat. Das ist wirklich huge Props gehen raus an Fritz. Ehrlich. Ja, das wird insane geil sein. Ist insane geil. Sag, was du willst. Das ich glaube, das ist es. Schon geisteskrank geil. Oh mein Gott. Natürlich gleich perfekt. Der Regen, würde alles kaputt machen. Das gibt meinen Gemütszustand auf jeden Fall gerade wieder ordentlich Pluspunkte. Hallo. So. Wie geht's? Freunde. Mhm. Langsam geht das Wasser zurück. Es ist wieder Ebbe. Ich habe den Schießstand nochmal neu aufgebaut. Habe ja in der Zeit auch nochmal einen Pfeil geschnitzt. Der sieht viel besser ganz, aus. Ganz, ganz simplen, einfachen. Also der einfach sieht nur eine viel Spitze. Besser aus. In der Hoffnung, dass ich einfach nur zwei, drei Meter wenigstens schaffe. Der letzte war halt viel zu fett. Und es ist nicht alles umsonst, war das Gebaue. Dass ich hier keinen 10-Meter-Schuss mache, das ist mir klar. Aber ja, so 3 Meter oder so wäre schon geil. Erstmal, ich fange bei 2 Meter an und... Ich sag, der funktioniert jetzt, weil die letzten Pfeile von Fritz, dieser Vierer-Pfeil, das war viel zu fett, viel zu schwer und so, der Pfeil sieht gut aus. Pass mich vor, dass ich erstmal das Safe was habe. Wünsch mir Glück. Ich wünsche dir das Glück der Welt. Er macht die Knossi-Taktik. Boom, so jetzt wenigstens mal. Wie einfach war es denn jetzt? Ja. Let's go. So nämlich. Ja. Da, komm, bleib doch drin, ey. Digga, auf einmal beste Pfeil der Welt. Ich glaube, das könnte einfach echt gut nur werden. Normale Spitze. Das könnte wirklich auch wenn das gut jagdtechnisch werden. Natürlich keinen Sinn macht. Wir wollen jetzt auch nicht jagen, wir wollen jetzt hier einfach ein Ergebnis sehen, Fritz. Jetzt ist die Spitze natürlich wieder kaputt, muss ich sie neu schärfen. Komm, bitte, 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 bitte. Oh, die sieht noch besser aus, die Spitze sogar. Die sieht noch besser aus jetzt. Er schafft jetzt, der bleibt stecken, sagt. Wenn er trifft, bleibt er stecken. Die Spitze sieht sehr gut aus. In meiner Opinion. 2 Meter haben wir schon mal gesaved. Spitze sieht sehr gut aus. Er muss nur treffen. Ja. Yes! Ja. Krass. Krass. Digga, der ist richtig 3 Meter. Drin. Der ist richtig tief drin. Krass. Guter Pfeil. Jetzt wird es halt auch mit dem Treffen schwer langsam. Ja, das wird das Hauptding. Boah. 4 Meter. Junge, Fritz hat so einen massiven, guten Pfeil gebaut. Ehrlich. Yes, baby! Krass. Da ist ein richtiges Loch reingeballert. Krass. Jeder, Fritz, jeder wie er mag. Kein Problem. Obwohl ich nicht der Typ dafür bin, eine Achterbahn der Gefühle. Ich war vorhin richtig down, ey. Ich saß da und dachte mir so, ja, wir haben es gesehen, was mache ich eigentlich hier jetzt? Fritz ging es nicht gut, Junge. Steht das Bettchen. Ich habe hinten noch eine Wasserauffangstation gebaut, die kann ich euch noch zeigen. Was hat Fritz denn alles gemacht in den letzten 2 Stunden? Ich habe die 4 Meter gesaved. Insane. Macher. Was haben wir jetzt? 5 Meter? 6 Meter? Ja, jetzt trifft er nicht mehr. Oh, aber der knapp. Das sieht gar nicht kacke aus. Oh. Wie knapp, Alter. Der Mann könnte echt noch erhöhen hier. Ja, komm. Komm. Zählt denn das? Der steckte drin. Ja. Das Ziel ist halt zusammengeknallt. Er steckte drin. Ihr habt es gesehen auf der Kamera. Okay, Versuch gültig, ja. Versuch gültig bin ich konform mit. Sehr gut. Hieß es, der Pfeil muss stecken bleiben. Ja. Das ist passiert. Okay. Der Impact des Pfeils war einfach so extrem stark, dass das Ziel auch noch umgekickt worden ist. Hast also. Du? Ja. Ja. Okay. Das heißt, 5 Meter wurden geschafft. 5 Meter strong. Ich habe 3 verschiedene Spitzenvarianten gemacht. Ich habe unzählige Versuche gehabt. Ich habe einen Pfeil verloren. Der Bogen hat geknackt. Ich kann für mich sagen, ich habe alles gegeben. Gut. Und 5 Meter strong. Ich würde sagen, wir tragen das Ergebnis ein. 5 Meter strong. 5 Meter.
der Bereich ist ja mal abgeschnitten, wenn Flut ist. Mhm. Und tatsächlich war das heute für fast 4-5 Stunden, dass ich hier nicht durchkam. Beziehungsweise bin dann doch durch und habe meine Schuhe wieder nass gemacht, weil ich unbedingt zu meiner Wasserquelle musste. Und deswegen habe ich mir jetzt ein kleines anderes System gebaut. Zeig mal her. Kurz. Und zwar habe ich immer volle Wasserflaschen im Lager. Also und wirklich, ja. Werden stehen. Oh mein Gott, da sind 5, 6 Flaschen. Fritz, er hat sich einfach erstmal ein Hochbett gebaut. Ein Hochbett von Ikea. Kann man direkt einstellen bei Ikea. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Fritzstück. Einfach so ein Fritzstück rein. Bam, habt ihr ein Hochbett. Er hat sich eine Wasserauffangstation gebaut. Er hat schon erzählt, er hat im Lager immer volle Flaschen. Dem Mann geht's gut. Er lebt im Überfluss. Challenge 5 Punkte. Easy. Der Mann, was der sich hier... Also wirklich, krass. Jetzt quasi auch welche, die schon die ganze Zeit voll tropfen. Ne? Die sind ja schon voll. Seht ihr das? Die sind ja schon voll. Jetzt habe ich hier 4 volle Flaschen. Junge. Das heißt, wenn ich hierher komme, muss ich nicht irgendwie warten, bis alles wieder voll ist, sondern ich einfach wechsle Supermarkt. Das Ganze. Supermarkt. Nehme die neuen Flaschen wieder hin, Supermarkt. Gehe wieder rüber und in der Zeit werden die hier voll gemacht. Auf euch. Einfach Supermarkt. Und vor allem, das ist frisch gefiltert durch den Berg. Das ist actually gutes Wasser. Oh, das sieht richtig geil aus, das Wasser. War das geil? Ich sag's euch so, wie es ist. Ja. Das Ding hier ist Game Changer. Ist auf jeden Fall boah deutlich schwieriger als Schweden. Das glaube ich, safe. Ja, ja, klar. Da habe ich irgendwie die Höhle gefunden, Bab, Bett reingebaut, am Abend noch ein Feuer gehabt, chillig. Einen Fisch geangelt. Und hier allein der Shelterbau, ihr habt es gestern mitbekommen, provisorisch da irgendwie noch was zusammengeschustert. Oben wollte ich eine Hängematte machen, ist gerissen, dies, das. Hinten. Aber umso geiler wurde die Kreativität von ihm gefördert und wir sehen jetzt dieses geile Hochbettding da, Hängematte, whatever. Richtig krass. Dschungel gewesen, einmal fast kurz verlaufen. So ein Bastler. Und dann heute, das mit dem Pfeil hat auch überhaupt nicht funktioniert und dann noch 5-mal hin und her und auf den letzten Drücker, dann kam die Flut, dann wurde meine ganze Stelle da fast oh, ich kann nicht mal reden. Aber umso geiler, dass er jetzt alles so geil macht. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, ob es die anderen auch so hart empfinden wie ich. Manche vielleicht mehr, manche weniger, so, vielleicht ja. Haben die einen cooleren Spot, vielleicht fühlen die sich wohler, vielleicht haben die durch ihre Ausrüstung das Ganze ein bisschen einfacher. Also, ihr wisst, was ich meine. Mich interessiert auf jeden Fall, wie die klarkommen. Darum geht es mir eigentlich. Safe. Ich kann auf jeden Fall sagen, für mich ist es echt hart. Auch dieser Punkt. Oh, ich freue mich auch so drauf, wenn in der letzten Folge gibt es ja wieder so eine Besprechung. Und wenn Fritz erfährt, dass Sascha, je nachdem wie lange Sascha drin bleibt und wie lange er sich dazu entscheidet, keine Gegenstände zu benutzen, aber dass Sascha eben auch seit Tag 1 gesagt hat, ich habe nur meine Machete. Das ist so geil eigentlich. Das hatte ich in Schweden gar nicht. Ich bin die ganze Zeit nass, klitschnass. Das stelle ich mir am ekligsten seitdem vor. Ich hier bin. Eklig. Ich gestern einmal, als die Sachen da hingelegt habe, da waren die trocken. Und dann angezogen, hat es wieder angefangen zu regnen, Luftfeuchtigkeit. Ich würde das ganz schlimm finden. Ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, Blasenentzündung was, oder das sowas. Thema so Fußpilz und sowas alles angeht. Ja. Oh, stimmt, der Gammelfuß. Oh, oh, Alarm, Alarm. Fritz hat seinen Gammelfuß ja gezeigt letzte Folge. Die Füße wegfaulen. Ja, dass ja. Ich an Tag 4 einfach gucke und merke, meine ganzen Füße sind alle entzündet, alle aufgeweicht. Ja, ja. Kann ich irgendwie, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Davor. Wir haben es gesehen. Ein Feuer könnte ihm Abhilfe schaffen, aber... Ja, dann muss man auch erstmal eins ankriegen. Was ist das? Das sieht aus wie... Haben wir ein Crocodile? Fische, die irgendwie von einem Raubfisch... Da. Das ist das, was wir bei Joris auch gesehen haben. Bei Joris sind sie ganz viele so abgegangen auch. War bei Joris, oder? Wegschwimmen. Also wegspringen, weil die gejagt werden. Hm. Stimmt, ja. Das sind doch safe Fische. Das sah bei Joris auch so aus. Haben wir gesehen letzte Folge. Ich denke mal so, in einer Stunde ist es dunkel. Meint ihr, Fritz hat den Otto gemacht? Meint ihr, er ist komplett nackt, so wie Otto? Meint ihr es? Ich sag Fritz hat ein Höschen an. Doch, ich sag Fritz hat ein Höschen an. Und ich kriege keine Chance, das trocken zu kriegen. Es geht hier kein Lüftchen, damit man es nochmal irgendwo aufhängen kann. Hab kein Feuer, Sonne ist weg. Also ich glaube, Prio echt Dach morgen dicht machen.
Gestell habe ich jetzt schon gut gebaut, müssen noch ein paar Querlatten rüber. Das soll ich also schaffen, sodass ich da zumindest trocken bin. Und dann muss... Ich weiß gar nicht, wie es timeline-technisch ist, ob dieser harte Regen, den wir gerade bei Sabrina und Nova gesehen haben, ob der jetzt bei Fritz schon war. Wir haben ja letzte Folge bei Fritz schon gesehen, es hat schon gut geregnet bei ihm. Ob das dieser selbe Regen war oder ob jetzt gleich nochmal eine fette Husche bei Fritz runterkommt. Die würde ihn jetzt ganz doll aus dem Zugzwang ziehen hier. Feuer ankriegen. Hier würde ihn rausziehen. Wenn wir perfekten Feuer haben. Wenn es jetzt noch eine Stunde hell ist, alles vorbereiten, Feuerchen, den ganzen Scheiß. Ich könnte die Schuhe trocknen, ich könnte den Körper trocknen, die Socken trocknen. Ich muss zwingend ein Feuer ankriegen. Wird schwer. Das wird brutal, ey. Das wird richtig brutal. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich bin echt am Hin und Her überlegen, ob ich die Palme fälle. Einfach einen Baum fällen, Junge. Ich hätte super geiles Trinkwasser, aber mit noch schönen Nährstoffen, Mineralstoffen, die meinem Körper gut tun würden. Weil ich komme da niemals ran. Keine weg Chance, damit. Das sind hau die Palme um. 20 Meter oder was? Weg mit dem Ding. Da komme ich hier mit dem Stock ran. Hau runter den Scheiß. Und ich könnte aus den kompletten Palmenblättern mein Dach machen. Hau weg das Ding, komm schon. Ich habe sowieso keine andere Alternative. Weg damit. Ich brauche eh Palmblätter. Runter. Ja. Dort hinten war noch eine Palme, da sind eh keine Früchte dran. Und da drüben war auch noch eine Palme, da sind auch keine Früchte dran. Ich weiß nicht, aber gerade in dieser Einstellung sieht Fritz sehr, sehr klein aus. Fritz sieht gerade aus, ob er so 50 cm groß ist irgendwie. Ich weiß nicht warum, es macht irgendwie diese Einstellung und diese leichte Fischei-Optik. Aber er sieht sehr süß klein gerade irgendwie aus, ich weiß nicht. Mann. Von daher macht es Sinn, dass ich die... Oh, guck mal, wie süß er ist, er sieht so klein aus einfach gerade. Hau die Palme um, das ist Content. Ich will das sehen. Ich weiß nicht so recht, ob ich das tun soll oder nicht. Aber auch so, ich würde es machen. Ist halt sehr energieaufwendig, ne? Und kann auch viel schief gehen potenziell. Wenn dann morgen. Jetzt übrigens gerade erst gesehen, ich habe noch ein kleines Souvenir vom Bogenschießen mitgenommen. Schön mit der Sehne am Unterarm lang gestriffen. Aber hat es gelohnt. 5 Meter wurden geschafft. Tag 2 ist kurz vorm Ende. Und irgendwie fühlt sich das jetzt gerade wieder gut an. Okay, er ist nicht nackt. Er macht nicht den Otto. Haben wir gerade gesehen. Er hat seine Hose an. Wichtig. Weil meine Gedanken und mein Kopf sagten mir, 2 Tage sind fast ein Drittel. Ja. Ne, bei 6 Tagen. Der 7. Tag. Der 7. Tag ist für mich ein Zieleinlauf. Den zähle ich gar nicht mehr mit. Da weiß ich, ey, alles, was ich heute mache, mache ich zum letzten Mal an diesem Ort. Das ist big, glaube ich, ja. Mein Toxic Trait ist, dass ich sagen würde, 2. Tag ist ja fast die Hälfte schon rum. Also, wisst ihr, die Hälfte ist halt 3,5, aber man denkt so, bei 3 ist schon fast die Hälfte irgendwie. Und ich würde beim 2. Tag schon denken, oh, habe ich ja die Hälfte quasi schon rum, geil. Nicht mal ein Drittel. Wir haben gleich, zumindest für den Kopf her, 1/3. Oh, Joris, ich bin sehr gespannt, weil der Mann wird vom Regen nicht begeistert sein. Der wird sich richtig ärgern. Ich ertappe mich gerade immer wieder dabei, wie ich einfach dran sitze und in die Ferne starre. Es ist gerade einfach irgendwie alles ein bisschen schwierig. Es geht nicht mehr so leicht von der Hand. Mach den Obstteller. Kraft. Obst, du hast genug Obst. Ich bin ziemlich emotionslos gerade, ich bin lustlos und müde. Es ist wirklich gerade ziemlich hart, weil es sind so die Kleinigkeiten, die halt einfach ein bisschen abfacken. Jetzt gleich noch der Regen, Joris, scheiße, Mann. Dem Mann wird es nicht gut gehen gleich. Der wird sich ärgern. So, das Feuer, es funktioniert nicht. Das Wasser. Es funktioniert. Fast bis zu meinem Shelter und beziehungsweise heute Morgen, kam das Wasser auch bis zu meinem Shelter, aber den ganzen Tag war es nicht so weit draußen. Das heißt, wenn es heute noch weiter geht als gestern, Problem. Dann habe ich ein Problem, ich muss umziehen. Und auf dem Umzug habe ich jetzt gerade wenig Lust. Wirklich. Auch schwierig, Alter, gar keine Umzugskartons da auf der Insel. Schwierig. Habe ich nicht so Bock drauf. Okay. Eine Sache habe ich aber bisher vergessen, und zwar das Ergebnis der Pfeil und Bogen Tag 2 Challenge. Ich denke, ich werde das Ganze nicht mehr knacken, deswegen schreibe ich es jetzt einfach mal auf. Anzahl der Meter,
5 Meter. Gut. Ich sitze jetzt hier schon seit ungefähr einer Viertelstunde und mir wird gerade klar, dass es nicht ums Feuer geht, es geht nicht ums Wasser, es geht nicht um irgendwelche Skills, es geht einzig und alleine darum, den Willen zu haben, durchzubeißen. Wirklich zu sagen, wenn ich hier drauf gehe, dann gehe ich hier drauf. Ja, also so weit würde ich... Also, Tendenz? So weit gehen würde ich jetzt nicht. Aber der Gedanke, der ist schon mal nicht schlecht. Also, vielleicht musst du ihn nicht ausführen. Und, die eigene Schmerzgrenze nach hinten zu verschieben, die Komfortzone nicht nur zu verlassen, sondern zu zerstören und zerstören zu lassen. Ja. Aber jetzt gerade fühle ich mich so, als könnte ich es schaffen. Vor 10 Minuten nicht. Vor 10 Minuten dachte ich, hey, das wird anstrengend. Jetzt gerade denke ich mir so, okay, es wird anstrengend, aber du gibst einfach Gas. Du machst jetzt einfach dein Ding. Ich sehe schon, das war eine perfekte Stelle wieder für irgendwelche TikTok-Memes, Junge. Für irgendwelche Memes war das schon wieder eine perfekte Aussage hier von Joris. Du isst ein paar Früchte und notfalls, wenn du irgendwas nicht erschließen kannst, ab in den Wald und gucken, was es da gibt. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Weil irgendwie gibt's hier alles, aber ohne Feuer bin ich gerade echt aufgeschmissen. Ich glaube, man merkt auch so, das ist bei mir so ein Up and Down, Up and Down. Safe. Also ich meine, mir geht's eigentlich gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe Essen, ich habe Trinken. Ja. Aber ich habe nicht genug Essen. Dafür habe ich genug Trinken. Das Einzige, was ich wirklich nicht genug habe, ist tatsächlich Feuer. Frustrierend. Aber weitermachen. Einfach weitermachen. Rein, Joris. Dieser Gedankengang, du bist ein Macher. Bringt es mich um. Nein, weitermachen. Rein da. Das ist das, was mich gerade davon abhält, irgendwas Dummes zu machen. Und an deine Wale. Ich habe mir jetzt echt einige Zeit genommen, ein bisschen über alles nachzudenken und Sachen Revue passieren zu lassen. Okay. Und da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich immer noch mein allergrößtes Problem Feuer ist. Alles an... Ach so, hä? Joris, du redest erst seit vier Folgen über Feuer. Ich habe gar nicht gemerkt, dass dein Problem Feuer ist. Das ist jetzt eine neue Information für mich. Vielen Dank dafür. Ach man. Zündmaterial, was ich gesammelt hatte. Ja. War innerhalb von Sekunden pitschepatschenass. Pitschpatschenass. Okay, ich habe mir jetzt doch dazu entschlossen, mal eine kleine Wanderung zu machen. Das ist smart. Raus, ein bisschen Kopf frei bekommen, weil Joris ist gerade ein bisschen stuck. Der Mann braucht Ablenkung, der braucht ein Erfolgserlebnis. Ich würde es ihm so gönnen, wenn er jetzt sein Feuer endlich anbekommt, sein Scheißfeuer. Oder wenn er irgendwas Geiles findet hier im Wald. Wenn irgendwas, was ihn pusht. Wahrscheinlich gerade ein bisschen ausartet, weil ich nur Flipflops trage. Mach nicht die Knospen jetzt. Eigentlich war ich nur auf der Suche nach etwas Harz und vielleicht ein paar Früchten der Stachelpalme. Okay, ja. Stachelpalmenfrüchte gibt's nicht, nirgends, aber da hinten ist ein Wasserfall. Geil. Da komme ich anscheinend relativ seicht hoch. Ich gehe jetzt mal gucken, was es damit auf sich hat. Vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles. Boah, ist schon geil. Das ist schon sehr, sehr schön. Wir haben den Wasserfall, glaube ich, schon einmal gesehen im Behind the Scenes, aber der sieht schon wunderschön aus. Ist natürlich ein kleiner Wasserfall so, aber sieht schon schön aus auf jeden Fall. Schön. Geil! Das braucht er jetzt. Ja. Das ist das, was Joris jetzt braucht, Mann. Das ist doch genau das, was er jetzt braucht. Das ist es. Wegen so Momenten geht man in den Dschungel. Es ist so geil. Ey, fuck. Ach Mann, das freut mich für ihn. Weil es braucht der Mann. Der war so am Ende gerade. Es ist so schön. Es der ist war so geil. Im negativen Kreislauf, der Mann. Ein absoluter Traum. Wichtig. Das wirklich ist so wichtig für ihn. Okay, um hier weiterzukommen... Da komme ich nicht hoch, es ist zu steil. Ich müsste hier theoretisch hochklettern oder entlang dieser Wurzel oder da hoch. Bro, ey, pass auf. Das ist zu riskant. Wenn ich da abrutsche, tot, ist vorbei. Ich schaffe es nicht mal rechtzeitig, den Knopf zu drücken. Deswegen lasse ich es einfach sein. Ich gehe jetzt wieder zurück. Guter Mann. Selbst mit Wanderschuhen würde ich das jetzt übrigens nicht machen. Das ist wirklich zu riskant. Wenn man zu zweit, zu dritt ist, okay. Aber alleine... Nicht gut. Da reicht es, wenn man sich die Hand aufschneidet und das ist scheiße. Deswegen habe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Ja. Ich würde sagen, ab zurück. Ich habe nichts gefunden, was mir hilft. Keine Palme, kein gar nichts. Also hier gibt es Palmen, aber ausschließlich Stachelpalmen. Hm.
Und die bringen mir gar nichts. Ey, dieses Schwenken gerade hat mich ein bisschen in meinem Kopf gerade gedribbelt. Nichts. Keine von denen hat mehr Früchte. Keine einzige. So, eine Sache, die ich noch testen wollte, ist von Lianen trinken. Habe ich noch nie gemacht. Das machen wir jetzt mal. Show me. Erst da oben abschlagen. Okay, Jo, das ist halt das Geile. Joris kennt sich aus. Der weiß ungefähr so. Ey, wenn ich das sehen würde, keine Ahnung, ist das eine Liane? Was ist da drin? Ich weiß es nicht. Ich würde sterben. Dann unten abschlagen. Und dann? Tatsache, es funktioniert. Es ist so krass. Okay, also jetzt für die drei Tropfen, weiß ich nicht, ob das jetzt so cool war für die drei Tropfen, ob sich das gelohnt hat so sehr. Ich hätte es nicht gedacht, dass so schnell so gut läuft. War jetzt nicht viel, waren ein paar Milliliter, aber genau diese Milliliter können langfristig den Unterschied machen. Knossi. Jens. Also jedes Mal, wenn ich die Schuhe ausziehe. Ich glaube, immer wenn wir zu Knossi das erste Mal gehen, sehen wir eine Nahaufnahme von ihm, wie er so guckt. Es geht um seine Wunde gerade wieder, wie ich raushöre. Es geht um seine Wunde. Ich mache mir Sorgen. Meine Wunde tut abartig weh. Oh nein, es tut mir so leid. Und ich habe auch vergessen. Also ich weiß, wir haben Zettel dabei, aber ich habe auch gesehen, Medikit. Ach, ich guck mir, ich zeige es euch jetzt auch nicht, aber sieht sehr mitgenommen aus die Stelle. Er zeigt uns doch. Oh, es wird immer dicker, immer mehr rot. Vielleicht. Zu sehen ist sich eine ausbreitende Infektion in Unterhaut und Bindegewebe. Oh mein Gott, ich find's cool, dass wir diese Infos haben. Wirklich big Shoutouts, krass. Zu sehen ist eine sich ausbreitende Infektion in Unterhaut und Bindegewebe. Keine Ahnung, was das heißt, aber Infektion, no good. No good infection, no good. Kacke. Ja. Tatsächlich, er hat tatsächlich eine Infektion bekommen. Was soll ich machen? Ey, dieses Meer ist anders, ne? Erstmal hier ins kalte Quellwasser. Oh! Eigentlich müssen wir diesem Pfad mal folgen, ne? Die nächsten Tage. Boah, geil. Wo das da hinführt. Ja, Mann. Das ist der linke Bereich von meinem Beach. Da kennt er ja. Der Aufenthaltsbereich am Strand. Mit den Steinen. Schon ein wunderschöner Spot. Hinten Moskitonetz. Und Hängematte. Und oben links. Der Wohnbereich. Was höre ich für Musik gerade hier? Man muss hier echt aufpassen. Okay, schon wieder weg. Weil wir haben auch gesagt gekriegt, dass meist Stachelrochen hier einfach auf dem Boden liegen. Oh, das hört mir so kalt vor, Junge. Das muss so kalt sein. Ich stell dir vor, so ein Stachelrochen. Der sticht dir dann mit seinem Schwanz in Fuß. Ja! Knossi ist aber nackt. Ach Junge, es ist so ein schönes Spiel. Ob gerade jemand den Otto macht oder nicht. Knossi ist gerade nackt. Schön. Schön. Mir reicht das so, ich sag dir ehrlich. Ach Knossi. Ich will in diese Strömung nie wieder raus. Ich bin happy damit. Was viele nicht wissen, wenn die Leute abgeholt werden, auch wenn sie den roten Knopf drücken, die werden mit dem Helikopter abgeholt, müssen wieder zurückschwimmen ins Meer, dann wird ein Seil runtergelassen und die müssen da hochklimmen. Wenn sie es nicht schaffen, schaffen sie es nicht. Schade. Das ist krank. Wenn du da vorne bist, ist kaum zurückkommen möglich. Wie geht der Song? Titelmelodie, The Beach. I've crossed deserts for miles. What would I hope about? Kenn ich leider nicht. This is where I wanna be. In a place I can call my. Take me to the place. Dass Knossi immer noch diese Energie hat zum Entertainen, ist das so krass. Ich lieb den Mann dafür. War schön, war gut. Ja? Ja. Und Leonardo DiCaprio sitzt dann da. Ja. Ich kann es nicht verstehen, wieso meine Hände so schwarz werden. Oh shit. Ich verstehe es einfach nicht. Oh shit. Die sind durchgeschubbelt. Ich habe sie sehr sauber gemacht, aber sie sind einfach schwarz. Das wäre für mich, ich würde da so Paras schieben. Das wäre für mich so besorgniserregend. Ich hätte echt Angst, Blutvergiftung zu haben. Was ist denn das? Von was? Warum? Da kann ja kein Dreck mehr drauf sein. Scheiße, was ist denn das? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt?
Ich wollte mich gerade bettfertig anziehen. Mit meiner Langunterhose. Ich habe Zunder bereitgelegt für mein Kippchen heute ab. Oh, Knossi. Komm mir bloß nicht zu nahe. Spoiler. Bitte nicht. Spoiler. Zieh vorbei. Nee. Ja, jetzt kommt's runter. Ach Mann. Ich bin hier unter die Palmen im, ihr wisst, Wohnzimmer. Wir stehen unter den Palmen, ich habe alles in Sicherheit gebracht, alles vom Beach. Wir werden in dieser Folge die legendäre Szene bekommen mit Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Hoch. So wird immer das Prozedere sein, immer diesen Gang halt gehen hier. Immer da unten, was trocknen lassen, wieder hoch, es bringt nichts. Was eine schöne Folge. Ich habe einfach kein richtiges Dach. Aber das hat hier keiner hier. Hat keiner. Alles in den wasserdichten Sack, was wasserdicht bleiben muss. Hier die Sachen. Die Kamera ist ja wasserdicht. Oh, Ed Wilson mitgenommen. Ja, meine Hängematte ist auf sich selbst gestellt. Und ich habe mich natürlich wieder angezogen. Ich wollte einfach meine lange Unterhose anziehen zum Schlafen gehen. Mit der hatte ich eigentlich einen ganz anderen Plan. Da wollte ich die Beine abschneiden und als Stofffetzen benutzen, aber ich habe gemerkt gestern in der Nacht, dass es ganz schön kühl ist. Die lasse ich so. Ja, und meine Freundin hat mir die mit Parfüm eingesprüht. Die Beine unten. Oh, wie süß. Ach nee. Ach nee, das ist süß. Ey, ich sag's, das ist so süß, Junge. Das ist so süß. Das ist ein bisschen gecheatet, ein bisschen um die Ecke gecheatet, sag ich mal. Aber sehr süß. Sehr süß. Falls ich die echt abgeschnitten hätte. Und die riechen immer noch danach. Oh. Trotz dem ganzen Dings im Wasser. Das ist big. Die riechen noch nach dir, Schatz. Oh, ey, ganz ehrlich, das macht einen glücklich. Da werde ich irgendwie ein bisschen so glücklich emotional. Dieses Lachen von ihm gerade. Achte mal drauf. Dieses ehrliche Lachen, dieser kurze Moment, wo er, ey, das hat mich gerade irgendwie happy gemacht. Richtig schöner Moment gerade. So ein schöner Moment. Im ganzen Dings im Wasser. Die riechen noch nach dir, Schatz. So, ey, wisst ihr, wie ich, ey. Das ist echte Liebe so, das sieht man. Das freut mich. Hab gerade dran geschnuppert. Oh. Ihr während es gießt. Und meine Devise ist ganz klar. Sehr süß. Oh, fuck, nicht, dass es Sturm wird. Schöner Moment. Meine Devise ist ganz klar. Solange es regnet, kein Schlaf. Ganz einfach. Geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Safe, ja. Wenn es regnet, bin ich wach. Und jetzt kommt's richtig runter. Jetzt fängt's an, ja. Wir bleiben einfach hier. So. So bleiben wir stehen. Bis es aufhört. Und was sich natürlich auch verschiebt, ist Feuer machen und Zigarette. Jetzt kurz vor Sonnenuntergang. Egal. Glaubt's mir. Egal. Ich bin so. Egal. Knossi ist so ein Macher. Ich um zwei. Nein, aber es bringt. Ich werd's hier. Nein. Ich freue mich so drauf. Und ich hoffe, es hört bald wieder auf. Das ist doch eine Insel. Ganze Himmel grau. Komplett. Ich stehe es aus hier am Baum. Das ist mein Style, so wie ich das mache. Ich habe meine Plätze. Nur wenn es regnet, ist scheiße. Dann muss ich sitzen. Dass ich heute zwei Kokosnüsse getrunken habe, gell? Und gegessen. Das habe ich ja nicht gefilmt, wie ich die noch ewig... Wie glücklich der Mann ist. Ich saß da, wie so ein kleiner Schuljunge. Wirklich, ich habe jedes Stück genossen von dieser Kokosnuss. Das freut mich so. Freut mich so sehr. Das freut mich. Das hat mir gut Kraft gegeben. Safe. Ich hoffe, jetzt kommt die Sonne gleich wieder raus. Weil jetzt sehe ich auch die Sonne nicht mehr und ich weiß, dass die aber gleich untergeht. Das wäre echt doof im Dunkeln. Da ist nicht mehr viel. Ja, so krasser Regen und dunkel ist kacke. Bitte hör auf zu regnen. Oh, er macht da Feuer jetzt. Ich hoffe, aber es klappt nicht. Es wird nicht klappen. Ja. Ist alles nass. Ich jetzt weiter mich kaputt machen. Heute keine Kippen. Und beim Sonnenuntergang weiß ich immer, dass einer auf mich wartet. Oh ja, Sascha. Der mich hoffentlich jetzt hört. Sascha! Wirklich, die beiden werten dieses Format nochmal so unfassbar doll auf. Es macht so Spaß, die Kandidaten sind so gut ausgesucht und es macht bei jedem Spaß, einfach zuzugucken. Ganz kurz, die Folge heißt immer noch Krokodil am Lager. Sascha Huber. Was wird passieren?
oder Otto? Otto oder Sascha? Beide noch nicht gesehen, diese Folge. Beide noch nicht gesehen. Ob der auch heute an mich denkt? Ich hoffe. Kommt nichts zurück. Also ich höre nichts. Ah ja, klar. Oh, wir gehen zu Noah. Okay, ganz kurz. Ich dachte ganz kurz, dass das Otto Spot ist. Ich dachte erst, wir gehen jetzt zu Otto, aber das ist Nova Spot. Nova, Nova, Nova. Ich kann die ganze Zeit kann ich an nichts anderes denken, außer wann es hier vorbei ist. Und wann ich wieder nach Hause kann. Ich glaube, irgendwann kommt man da rein, leider. Wir haben Tag 2. Zwei Meter. Es muss halt stecken bleiben, Leute. Das ist das Problem. Komm, Nova. Du hast es versucht, alles ist gut, wir sind da. Aber das wird, glaube ich, nichts. Ah, immerhin ist der Pfeil geflogen. Vielleicht liegt es an meiner Spitze. Ja. So, ich habe jetzt einen weiteren Kamm geopfert. Zerhackt sozusagen. Werd das bis hier jetzt auch noch abmachen. Und noch versuchen, ein bisschen dünner zu machen. Und ich glaube, es liegt daran, dass das nicht genug in das Holz reingeht. Ich will nur einen Punkt. Wenn ich selbst nicht die Letzte bin, aber... Komm. Boah, die Pfeilspitze sieht aber geil aus, muss ich sagen. Try it again. Also... Okay. Ich kann das nicht. Sie muss echt so den Stock nehmen. Sie muss den Stock... Als das, Ja. Nee. Ich gebe mich geschlagen. Okay. Ich bin da cool am Himmel selbst. Ich habe es wenigstens probiert. Ja, safe. Hätte ja auch sein können, dass ich das gar nicht probiere. Aber ich habe es probiert. Immerhin probiert, safe. Ich habe es mein Bestes gegeben. Und da gibt es da draußen bestimmt ganz andere Teilnehmer, die das super gemacht haben. Knossi zum Beispiel. Besonders unsere Survival-Jungs und Mädels. Und ich glaube, ich werde mich jetzt mal ganz kurz an den Strand setzen und werde mal taktisch kurz heulen, damit die Emotionen aus meinem Körper raus sind. Es hört sich dumm an, aber ich finde das super smart. Das ist unfassbar smart. Einfach mal rauslassen, taktisch und dann bam. Ich bin gespannt. Wird das schon die Szene sein von Nova, die wir kennen aus dem Intro? Und man fühlt sich nach dem Weinen immer besser. Oh, es fängt jetzt schon an bei ihr. Das ist eine Scheiße, ey. Ach Mann. Oh Mann. Hätte nicht gedacht, dass so nach 2 Tagen. Oh Mann, nee, das ist auch emotional für mich. Das ist Verzweiflung, aber. Ihr wisst, sowas catcht mich. Ich bin jetzt nicht irgendwie drauf und dran aufzugeben oder da irgendwie jetzt nicht mehr Vollgas zu geben. Das überhaupt nicht. Ich bin einfach nur selber von mir so ein bisschen überrascht, wie emotional ich dann doch bin, beziehungsweise so. Halt, wie sehr ich meine Freunde, meine Familie besonders, so meine Liebsten halt einfach vermisse. Das ist, glaube ich, schon krass. Ja, um denen zu schreiben und die Stimmen zum Hören und so. Boah. Ja. Mit der Musik auch noch. Das ist schon sehr emotional. Ich glaube, jeder kann das so ein bisschen nachempfinden, zumindest gerade. Krass. Also es ist wirklich schön, was für Gefühle diese YouTube-Serie in einem auslösen kann. Ja, ich heule jetzt einmal ganz kurz richtig in Ruhe. Dann ist es aus meinem Körper raus und dann nach 2 Tagen einfach schon. Wie soll ich das denn noch 5 aushalten? Na gut. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ey. So, ich habe jetzt taktisch geheult. Das hat mich schon mal jetzt echt viel weitergebracht. Ich bin viel ruhiger jetzt. Mir geht's viel besser. Ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So eine Challenge hat leider nicht funktioniert. Da war ich eben auch sehr frustriert, was glaube ich auch dazu geführt hat, dass ich so traurig war. Weil ich das halt unbedingt gut machen will und ich auch natürlich gerne Punkte hier auch kriegen will, so. Aber vielleicht habe ich ja morgen mit der Challenge mehr Glück und dann sieht das ganz anders aus. Das wird gar kein Problem dann.
Ja. Genau. Da haben wir doch Otto, Junge. Da haben wir ihn doch. Otto. Otto. Wie geht's dir? Hi. Ich muss ein bisschen Pause machen bei diesem Bogenschießen, was mich an den Rand der Verzweiflung bringt. Das glaube ich. Die Pfeile bleiben nicht stecken im Holz. Ja. Metallpfeil geht nicht. Weicheres Material, wo wir reinschießen müssen. Das wird wahrscheinlich nachher bei ein paar popeligen Metern bleiben. Trotzdem. Gut. Na ja, gut. Der Mann will zu viel. Versuch. Versuch Nummer 27, glaube ich. Bogenschießen. POV, du bist Otto. Ein wunderschönes POV. Noch mal ein, zwei Pfeilen mehr. Da sind noch ein, zwei, drei, vier Pfeile. Also macht das in sechs Pfeile. So, vier, irgendwas hatten wir schon mal. Was machen wir? Ich sehe mich schon hier, Gott weiß, wie lang laufen. Na, 6,30 Meter. Mal so eine kleine Bauch. Digga, Otto will, das ist so viel schon, ne? 6,30 Meter, Junge. Otto geht echt... Und der will noch mehr. Der will zweistellig, der Junge, glaube ich. Ob da irgendwann einer mal stecken wird. Eigentlich wollte ich es nur 1000 Mal wiederholen. Irgendwann bleibt einer stecken, denke ich. Ja, bei ihm war das Problem, die Pfeile drehen sich halt weg, leider. Bevor sie ankommen, hat der Pfeil sich zu sehr gedreht. Oh, ja. Oh, ich gönn's ihm so sehr. So, hier, Kontrolle. Geil. 6,40. 6,40, Jungs. Geil. Otto, Junge. Das freut mich gerade richtig. Okay. Und noch mehr reinhauen. Probieren wir es noch weiter. Noch mehr reinhauen, Junge. Ich zeige erstmal die 6,40 Meter ein. Geil. Pfeil hängt. Wie auch immer das haben wolltet. 6,40 ist bis jetzt der größte Abstand, den wir haben. Halleluja. Was oder was hatte Joris? Joris hatte auch so ähnlich, ne? Wir haben auf jeden Fall 5 Meter. Nee, wir haben 5 Meter bei Knossi. 5 Meter bei Knossi. 5 Meter bei Fritz. 5 Meter bei Joris. Wir haben jetzt bei Sabrina nichts bis jetzt. Wir haben bei Nova nichts. Wir haben bei Sascha auch noch nichts, soweit ich weiß. Und bei Knossi die, keine Ahnung, 20 Zentimeter, die ich das ihm aber gönne. Ja nicht. Das ist der zweite Pfeil, der stecken geblieben ist. Und ich habe bestimmt... Die gönne ich ihm. Weiß ich, 50 Mal gefeuert oder so. Der ist sogar sehr gut hängen geblieben. Eigentlich bräuchte ich von so einem Pfeil einfach mehrere, damit ich einfach nur 10 von so Pfeilen ständig verschießen kann. Das wäre das Richtige. Pfeil schießen, Pfeil schießen, Pfeil schießen. Und irgendwer bleibt dann auch bei 10 Metern hängen. Locker. Locker. Der Mann, der ist richtig ehrgeizig. Das merkt man richtig. Wir probieren es noch. Wir haben, bis die Sonne untergeht. So, das war die Challenge. Bogen bauen. Und ich hatte eben aus Versehen, ich habe gerade hier die Kamera angemacht, aber ich habe meinen Bogen durchgebrochen. Oh, shit. Jo, damit ist die Challenge heute für mich auch vorbei. Aber gut, gutes Ergebnis. Die eine Weite wird, glaube ich, ganz okay sein. Sehr gutes Ergebnis, ja. Ach, mal schauen, was der Tag morgen bringt. Das schon. Wir spielen das Spiel wieder. Ist Otto nackt? Ist Otto nackt? Blick. Okay. Ich sehe keine Klamotten, die irgendwo rumliegen. Schwer zu sagen, wenn ich Otto bin. Ich habe gerade sehr, sehr viel geschwitzt. Ich habe gerade Bogen geschossen. Ein nach dem anderen. Bogen durchgebrochen. Ich sag, Otto ist nackt. Otto ist naked-dakey. Bis auf Flipflops natürlich. Flipflops müssen sein. Ich sag, er ist nackt. Der Mann ist nackt. Der Mann, ich sehe ihn doch. Der sieht nackt aus. Der Mann sieht doch nackt aus. Krass, wie unterschiedlich hier Ebbe und Flut auch sind. Ich kenne doch Otto. Jetzt abends, wo ich trotzdem noch schwitze, aber es angenehm für den einen oder anderen sein dürfte. Für mich gern noch ein bisschen kühler. Gleich müsste nur noch so ein unauffälliger Otto-typischer Schwenk einmal nach unten kommen, so. Ich sag's nur. Bin ich mal hier unterwegs, wo sonst das ganze Wasser steht, zumindest wenn Flut ist. Mhm. Hier könnte man wahrscheinlich jetzt gut eine Reuse bauen. Reuse, Fischreuse, aka Fischfalle. Sipp, nochmal ein größerer. Gut, aber wir sind nicht nach Essen aus, sondern ich will einfach ein bisschen die Abendluft genießen. Und ich habe, so blöd das klingt, ja, gar keinen Hunger. Ich esse diese eine
Geil. Kokosnuss am Tag. Also bis jetzt. Und bin damit happy. Geil, umso besser ist es doch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt zwingend, also gerade zumindest mal, mehr brauche. Tatsächlich nicht. Also ich muss wirklich zugeben, dass ich es mir vorhätte. Ich glaube auch, das ist echt nackt. Ich habe gerade so ein bisschen, glaube ich, von Hüfte abwärts gesehen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe so seinen Beckenknochen gerade erspähen können. Ich sage, es ist, das ist das beste Spiel der Welt, was man spielen kann dabei. Einfacher vorgestellt, nicht aufgrund, weiß ich, der Tageschallenges oder sowas, sondern tatsächlich aufgrund des Klimas. Ich wäre schon öfter in so Regionen, aber das, wie ich hier am Schwitzen bin, was ich hier krass, am Wasser durch... die Luftfeuchtigkeit echt und das Schwitzen macht viel zu schaffen. Aber ist obvious, aber ist krass. Ich lade. Also ich bin echt, ich stehe morgens früh auf hier heute Morgen. Wahrscheinlich wird das die gute eine Möglichkeit sein, das jeden Tag so zu machen. Morgens früh auf, als allererstes, Tageschallenge auf. Probieren, so gut es geht zu machen. Habe ich auch heute, habe dann irgendwie, wir waren das 4,90 Meter, knapp 5 Meter geschossen. Bis ich alles zusammen hatte, die Tageschallenge. Und dann wurde es so heiß. So hatte er nicht 6 Meter? Hatte Otto nicht 6 Meter geschafft? Hat Otto nicht 6,30 Meter am weitesten von allen? Oder? Hm. 6,40 Meter? Schon. Dass ich gesagt habe, okay, hinlegen, Pause machen. Oder Siesta, gar nichts machen. Und dann habe ich erst nachmittags weitergemacht, wo dann zweimal nochmal länger war, das Schießen. Ah, okay, ja. Okay. Bedeutet, dass ich echt unproduktiv dann hier bin in der Mittagszeit. Ist dann halt so. Also das habe ich tatsächlich wirklich unterschätzt. Hm. Wirklich, wirklich unterschätzt. Diese Hitze nervt einfach hier schon meine Hose. Ach Mann, ich habe die Challenge verloren. Warum hast du deine Hose an, Otto? Das kenne ich gar nicht von dir. Ich bin richtig enttäuscht gerade. Ich kenne dich gar nicht mit Hose. Wenn du mir das zeigst, würde ich sagen, das kann jede Person auf der Welt sein, aber nicht Otto. Schade. Naja. Ist einfach nur nass. Oberteil auch so, einfach nur vom Schweiß. Ununterbrochen. Ich hänge die immer so oft, es geht natürlich nach draußen, damit sie einmal trocknen. Jo, dann habe ich halt gefühlt für 10 Minuten eine schöne trockene Uniform. Oder Hose. Kannst du dann wieder neu anziehen. Okay, das ist schon abfuckt. Ich will das zeigen, hier ein bisschen erkunden gehen, ja. Wenn es hier gibt. Ja gut, hier stehen wir leider unter Wasser immer. Ja, ich bin immer noch gespannt, ne? Die Folge heißt immer noch Krokodil am Lager. Wir haben immer noch nichts von Sascha gesehen. Und bei Sascha oder Otto muss dieses Krokodil sein, sage ich. Ah, aber sieht schon mal mega aus. So, ich habe eigentlich schon vor, die nächsten Tage mal richtig groß erkunden zu gehen. Also wirklich gerne einmal das Ganze nach vorne. Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Ich weiß nur nicht wann. Was ist die Tageschallenge? Hm. Uhrzeit, Temperatur. Aber ich würde gerne mal komplett da um diese Bucht bis ganz, ganz, ganz nach vorne hin. Kann ich aber auch nur machen, wenn hier Ebbe ist. Denn hier ist normalerweise alles unter Wasser. Alles. Das Gute ist, wenn Ebbe ist, komme ich auch gut besser in die Mangroven rein. Da würde ich ja schon mal gerne ein bisschen erkunden gehen. Und mich lassen diese Haiköpfe nicht los, die dort hingelegt worden sind. Wer zum Henker schlachtet der Haie und legt das dahin. I don't know. Ich finde es nicht gut. Ich sitze einfach in meinem Lager. Abends um. I don't know. Sonne geht bald unter. Und bin einfach nur am Schwitzen. Oh, ich dachte was. Ich dachte, da ist jetzt irgendeine hochgiftige Spinne auf ihm oder so. Ja, okay. Ich bin einfach überall nur am Schwitzen. Man sieht es echt krass bei Otto, ja. Geschwitzt. Der Mann ist echt Oberteil so am Ölen, Junge. Holy shit. Damit es dunkel ist, klar, im Dunkeln kann man ein bisschen was machen. Aber ich sitze einfach nur ruhig da und mache nichts. Und bin einfach nass geschwitzt. Belastend. Das wäre sportlich, hier Wasser abzukochen. Bei dem Bedarf, den man hat. Ja. So, ich weiß nicht, ob ich heute Abend nochmal rausgehe. Habe ich eigentlich vor, nachts viel zu machen. Und ich bin auch echt platt, muss ich sagen, vom Tag. Von dieser absoluten Hitze und dieses Dauerschwitzen. Safe, ja. Ich sag schon mal vorsorglich. Gute Nacht. Hey Otto, ich wünsche eine wunderschöne Nacht. Aber Otto immer noch. Otto so der beruhigendste, besinnlichste, in sich gekehrteste. Jetzt, Sascha. Kommt jetzt Sascha? Oder kommt Sascha irgendwann am Ende? Wir haben Sascha. Ja, und solange die Sonne noch da ist, werden wir jetzt das Crocodile sehen. Crocodile Hunter Sascha Huber. Versuche jetzt mal
ein Feuer zu machen, hier mit einem Glas. Hab's versucht auszuwaschen. Hat wer Bock auf einen Shot? 4cl, 2cl Wodka, 4cl, ja, keine Ahnung. Gut. Dafür braucht man natürlich einen Zunder. Trockener Bambus. Willkommen bei Art Attack mit Sascha Huber. Eignet sich doch perfekt. Also wenn wirklich bei Sascha irgendwo in der Nähe vom Lager ein Krokodil ist, der Mann wird die Knöpfe drücken wie wild. Der hat doch die Horror-Stories schon die letzten Tage erzählt. Der Mann wird nicht mehr, kein Auge mehr zudrücken. Arm ist echt schlecht. Ah, oh, Kacke. Ich vertrag das Wasser irgendwie. Oh, er sieht auch sehr blass aus. Puh. Sascha sieht auch sehr blass aus. Ja, Tun da. Also, Palmbinder. Haben wir Kokosmilch gemacht. Und jetzt zünden wir es an. Ja, er sieht echt blass aus, finde ich, oder? So, da haben wir die trockenen Palmtinder. Da geben wir da jetzt die trockenen Bambus-Späne drauf. Das sieht gut aus, das wird ein Feuerchen, sag ich. So. Das wird ein Feuerchen. Ui, vorsichtig. Vorsichtig. So, jetzt bin ich gespannt, wenn das funktioniert, das wäre natürlich jetzt ich sag, das legendär. Das klappt. Also wenn er da einen guten Winkel hinbekommt, das ist natürlich schwer, je nachdem. Ich kenne mich mit Gläsern so nicht so wirklich aus, aber dass das hier auf jeden Fall so ein bisschen anfängt zu glühen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein Feuer wird natürlich schwer, ist nochmal eine andere Nummer, aber wenn er das gut in einem richtigen Winkel macht, ich habe Videos schon gesehen mit so Gläsern, wo das echt fix ging. Kann man halt schwer einschätzen, wie die Sonne steht. Aber ich sag, es könnte klappen. Ja. Ich glaube, man braucht da halt echt ein bisschen Geduld. Ach shit, jetzt ist die Sonne wieder weg. Ja, ja. Ah, okay. Ja. Aber ich sag, es würde klappen. Puh. Boah. Schwierig. Ja, ich werde auf den Baum schießen. Also das ist jetzt ein Meter. Das haben wir nicht mal ganz am Boden. Außerdem gehe ich noch weiter zurück, da geht es tief runter, also ist auf alle Fälle ein Meter. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit ich, ob ich ihn trifft. 7 Meter, da lege ich es jetzt hin. So. 7 Meter. Sascha fängt bei 7 Metern an. So weit kommt der Pfeil doch gar nicht. Also wenn, wäre geil. Der Mann muss viel näher ran. Also er muss ja viel näher ran. Ja. Ja, wenn er jetzt richtig trifft. Ach. Ist kein optimaler Pfeil natürlich, ne? Aber. Was für Musik hören wir hier schon wieder? Wir hören hier Musik. Oh nein. Oh nein, ich glaube, der Mann hat sich geschnitten. Sascha. Ah, fuck. Oh nein. Achtung, es ist Blut zu sehen. Sascha hat sich geschnitten. Das ist auch das, was ich in den letzten Folgen schon meinte. Letzte Folge, Knossi leckt von der Machete sein Kokosnussfleisch ab. Die Leute werden zu leichtsinnig, einfach weil sie gar nicht mehr daran denken. Wenn man die ersten 10 Minuten eine Machete in der Hand hat, man hat Angst davor. Aber die haben die Machete 24/7 jetzt, also 24 Stunden seit... Die haben sie 2 Tage nur an sich. So die ganze Zeit haben alle die Machete oder das Messer bei sich, so wisst ihr. Und man wird leichtsinnig, man merkt das gar nicht. Kacke, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Scheiße, geschnitten. Oh, 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 je, oh, je, oh, je. Oh, oh. Ja. Draufdrucken. Medikit auf. Das erste Medikit auf. Ah, oder? Scheiße. Oder? Scheiße. Ich sag Medikit auf. Oder? Ich kann es halt nicht einschätzen, aber ich habe gesehen, da kam schon. Da war Blut zu sehen am Daumen. So schnell geht's. Oh, Direkt mal ja, in den Daumen geschnitten. Kacke. Will aber keinen Punkteabzug jetzt riskieren, wenn ich da jetzt was nehme. Aber ey. Deswegen jetzt hier mal versuchen mit der... Erstmal super smart, wie er reagiert hat. Wie ruhig er bleibt. Direkt draufgedrückt mit meinem eigenen Daumen. Wie es im Briefing auch gesagt wurde. Gut, gut, guter Mann. Mit dem Hemd die Blutung zu stoppen. Ja, könnte schwer. Relativ tiefer Schnitt sein. Sah nicht gut aus.
Auch kleinere Schnitte können in tropischen Gebieten zu großem Problem werden. Die Wundheilung verläuft langsamer und die Infektionsgefahr ist deutlich erhöht. Obvious. Schwer. Schwer. Aber ich versuche jetzt hier so zu stoppen, weil ich will, wie gesagt, keinen Punkteabzug riskieren. Verständlich. Vielleicht kann ich so noch stoppen. Hoffentlich heilt es auch. So, dann schauen wir mal rein. Hoffentlich verliere ich keine Punkte. Hoffentlich muss ich jetzt erst Hilfeset nicht aufmachen. Es hält. Okay. Okay, ist ein relativ kleiner Schnitt, so wie ich sehe. Ja, man sieht es, bis hier ist eingeschnitten beim Nagel. Ah, beim Nagelbett ist es direkt. Okay, das ist natürlich, das ist eine arschschlimme Stelle, finde ich. Ja. Das ist eine sehr dumme bitte Stelle. Bitte bleib so, bitte rinn nicht. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Ist doch heftig, so schnell kann es gehen. Krass, ja. Zack. Im Worst Case wärst du schon draußen, so schnell, bis deppert. Man muss wirklich jede Bewegung bedacht setzen. Und krass. Hätte der halbe Daumen auf sein können jetzt, also no joke. Es ist einfach... Der halbe Daumen hätte weg sein können. Einfach schwindelig, schlecht, aber geht noch. Ist im Rahmen. Okay. Ist noch im Rahmen. Ich hoffe, er achtet auch wirklich auf sich. Oh, das sieht echt nicht gut aus irgendwie. Keine Ahnung, aber es ist einfach eine unangenehme Stelle auch, finde ich. Eine unangenehme Stelle für sowas. Oh ja! Mein Gott. Okay, ganz ehrlich, das ist gerade so big für ihn. Er hat sich gerade noch den halben Daumen weggeritzt und jetzt schafft er das mit dieser Challenge. Das freut mich so sehr gerade. Geil. Steckt drin. Wo sind wir? Bei 2,70 Meter. Juhu. Geil. Ja, da geht's ein bisschen rauf, also können wir gerne was abziehen. Jawohl. Er ist drinnen. Ja. Das ist wichtig. Endlich. Mentally auch. So, aus da. Geil. Da hat er sich reingebohrt. Batsch. Ach, das freut mich. Ich bin zufrieden mit 2,70 Meter. Jetzt hat sich wenigstens die Verletzung ausgezahlt. Ja, safe. Ja. Das Maßband hat 20 Meter und es stand sogar im Text da, wenn ihr mehr schafft, müsst ihr es zeigen. Also wenn da jemand über 20 Meter, krass, also bin ich gespannt. Naja, so geil. Jetzt haben wir einfach gerade Ebbe und mein Zuhause schaut komplett anders aus. Wie viel Platz da jetzt ist, ja, unglaublich. Naja, meine Gegenstände sind da hinten oben vergraben, es müsste passen. Wenn die noch da sind, die werden irgendwie mit der Flut werden sie reingeholt und bei Knossi angespült. Hauptgewinn. Da oben? Bin ich. Ja. Das hier haben wir jetzt relativ viel. Aber jetzt wird es dann schon finster, schön langsam. Das heißt langsam, aber stetig. Ja, zu Bett gehen oder ein bisschen umspazieren. Und dann 12 Stunden finster. Sehr nice. Ich finde es so süß, wenn er finster sagt. Ich weiß nicht. Finster ist so ein österreichisches Wort. Ein letztes Lebenszeichen von mir, bevor ich mich zu Bett begebe. Okay, Joris. Mein Shelter ist jetzt eigentlich fertig. Mhm. Sollte kein Wasser mehr durchkommen. Für morgen habe ich eine angefangene Kokosnuss, die kann ich eventuell essen zum Frühstück. Angefangene Kokosnuss, da werden tausende Krebse sein, haben wir schon gelernt. Ansonsten, ja, war's das von mir. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt schlafen. Ey, Joris, gute Nacht. Okay. Es ist krass. Da hinten im Wasser. Oh nein, wir haben das Krokodil bei Joris. Damit habe ich ja am wenigsten gerechnet. Wir haben das Krokodil bei Joris. Ich habe sowas noch nie gesehen. Oder? Oder? Es ist so krass. Es ist so krass. Ich sehe, ich liege hier im Bett. SD-Karte voll, deswegen musste ich erst die SD-Karte wechseln. Aber ich sehe ein Treibholz. Dieses Treibholz hat mir verdächtig komisch im Wasser gelegen. Oh shit, es war ein Crocodile. Ich sehe es, denk mir nichts Böses dabei, verfolge dieses Treibholz. Ich sehe, wie es von dort hinten nach dort hinten treibt. Okay, soweit so gut. Die Geschwindigkeit war ein bisschen anormal, denn es war relativ schnell tatsächlich. Ich sehe das Treibholz. Oh shit. Denke mir, okay, die Schnauze sieht ein bisschen krokodilartig aus. Okay? Okay. Soweit so gut. Nichts Besonderes bis dahin. Jetzt sehe ich, wie das Treibholz dort hinten eine komplette 180-Grad-Drehung macht, in diese Richtung schwimmt und einen Speed drauf hat, der nicht mehr ganz normal ist. So, dann ist das Ganze näher geschwommen und dort hinten
direkt hinter mir quasi, untergetaucht. Wenn es ein Treibholz gewesen wäre, hätte ich es A, erkannt, B, wäre es nicht untergetaucht oder C, wäre es jetzt irgendwo in dieser Richtung, wo schon die ganze Zeit Treibholz angespült wird. Ah, ey, okay. Das ist irgendwie jetzt, wo man, das ist schon gruselig zu denken, dass da einfach so ein Krokodil rausspazieren kann und dich mampfen kann. Selbst wenn es dich nicht mampft, wenn da einfach ein Krokodil langsteppt, ey. Ich bin gerade ein bisschen auf 180, ich sag's euch ganz ehrlich. Den Käfer haben wir auch schon bei Sascha gehört. Für ein Krokodil ist es halt auch der ideale Lebensraum. Es hat hier genügend Platz zum Sonnenbaden, oh. Es hat hier seine Ruhe. Es ist eine Süßwasserquelle dort hinten. Unmassen an Fischen. Ich habe es euch vorhin schon gezeigt. Es sind Unmengen an Fischen im Wasser. Barracudas. Die ganzen normalen Fische, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es ist wirklich alles im Wasser, was man so sehen möchte. Das einzige Problem ist, Mission Schnorcheln morgen wird jetzt ein bisschen gefährlicher. Weil ich sag's, wie es ist. Ein Krokodil unter Wasser möchtest du nicht haben. Aber da war auf jeden Fall safe ein Krokodil. Sehr safe. Kacke. Ey. Das ist natürlich. Gut, das war jetzt noch ein bisschen kräftezehrend. Für den Wohlfühlfaktor. Ich wollte eigentlich nur schlafen gehen, bis ich das gesehen habe. Sehr schön. Das Ding ist nämlich, ich kann von meiner Hängematte aus perfekt aufs Meer blicken. Das ist eigentlich ganz nice. Ich zeig's euch gerade mal ganz kurz. Also mittlerweile ist das Dach halt komplett sicher. Ich habe jetzt hier einen kleinen Kleiderhaken, da habe ich mir noch irgendwas hingestellt, falls ich noch was aufhängen möchte. Ich bin gerade, also ich habe schon gesagt, ich bin einfach nur happy, weil ey, wie oft im Leben bekommt man die Chance, auf einer einsamen Insel zu sein, ein Krokodil in der Ferne zu sehen, Kopfschmerzen zu haben, weil die Hängematte quasi direkt am Wasser dran. Ich weiß nicht, ich wäre in dem Moment nicht so happy wie Joris gerade, glaube ich, aber Respekt an ihn. Dann ist, wenn das Wasser nachher steigt, ey, das sind Sorgen, die sind irgendwie komplett krank, aber irgendwie auch spannend. Ich sag's euch, weil ich habe mir vorhin Gedanken drüber gemacht, wenn das Krokodil hier theoretisch landet nachher, ne, ist ein valider Strand für ein Krokodil, da kann es sich schön sonnen, zumindest in den Morgenstunden und frühen Mittagsstunden, aber es könnte mich theoretisch hier aus der Hängematte fressen. Aber ich denke, ich könnte es überleben, denn das Fischernetz selbst würde sich im Maul verfangen. Das Tier würde sofort wieder loslassen. Das heißt, insofern ist nicht mein Kopf erwischt. Das ist das Wichtigste. Und mich da sofort zerquetscht, denke ich, ich habe eine solide Überlebenschance. Ja, also selbst wenn dieses Krokodil jetzt herkommt, was ich stark bezweifle, könnte das Ganze immer noch gut enden. Ne? Warum ist die Musik wieder so doll gerade? Warum? Ey, ich habe ein bisschen Angst. Was passiert denn jetzt? Oh, ach so. Ey, Junge, ich habe so Herzklopfen bekommen gerade. Okay, Challenge-Ergebnisse. Pfeil und Bogen. Geil. Show me. Es ist so geil mit diesen Animationen. Es ist so geil gemacht. Ja, genau. Otto hat tatsächlich die 6,40 Meter. 20 cm bei Knossi. Geil. Und der Mann hat 4 Punkte damit geholt. Richtig, richtig, richtig geil. Richtig geil, Mann. 7 Punkte für Otto. Jeweils 6 Punkte für Fritz und Joris. Ergibt Sinn, Gleichstand. Sascha 5 Punkte und wenn du Knossi erzählst, er hat 4 Punkte geholt. Der Mann wäre vom Glauben abgefallen. Der hätte das im Leben nicht geglaubt. Geil. 4 Punkte für Knossi, freut mich. Otto verdient. Fritz und Joris beide stark. Sascha auch. 5 Punkte mitgenommen. Super stark. Sascha wird auch nicht glauben, dass er 5 Punkte hat. Sascha wird auch nicht glauben, dass er 5 Punkte hat. Das freut mich auch für ihn. Fritz. So. Wie geht's dir? Also, hey, aber dann seht ihr wenigstens was. Gut, siehst du aus. Ich habe mich schon mal auf mein kleines schwebendes Bettchen gelegt. Ich muss sagen, es ist gemütlich. So geil. Ja, Mann. Ich habe wieder die Regenjacke drunter gelegt. Ich würde da auch gerne drin liegen. Zu regnen. Kann ich hier dann gleich anziehen. Und ich habe eben noch was gefunden. Und zwar, schaut mal hier. Oh, geil. Aus Schaumstoff. Geil. Ein kleines Kopfkissen. Süß. Süß.
Also es ist kein Kopfkissen, aber ich benutze es dafür. Das ist süß. Ah. Ja, die Nacht ist lang, entspanne 12 Stunden und dann geht's morgen wieder los. Da wird auf jeden Fall das Dach gedeckt. Ich werde bestimmt noch 1000 Mal wach sein, sicherlich den einen oder anderen Clip für euch einfangen. Aber an der Stelle sage ich schon mal gute Nacht. Gute Nacht auch an dich, Fritz. Guten Morgen. Mir kam gerade noch mal ein Gedanke. Ihr könnt euch sicherlich dran erinnern an die Tierlist und an die Selbsteinschätzung. Ich habe mich ja mit Absicht auf die 1 gesetzt vor Otto, damit ich nur einen Gegenstand mitnehme, weil ich ja das System im Hintergrund schon kannte und die anderen natürlich nicht. Realistisch gesehen hätte ich mich natürlich auf jeden Fall auf die 2 gesetzt, weil Otto natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer ist. Das von Fritz zu hören, hätte ich nicht gedacht. Ich bin sehr gespannt, was er so Feines macht. Aber ja, da sind natürlich nochmal Welten dazwischen. Und mir ist aber nochmal aufgefallen, mit noch einem zweiten Gegenstand, was vermutlich ein Feuerstahl gewesen wäre, wäre das Ganze schon deutlich anders gewesen hier. Also das macht schon nochmal einen riesen Unterschied, weil, klar, alles ein bisschen nass und so weiter, aber ich hätte hier safe ein Feuer anbekommen. Ich könnte diese ganzen nervigen Sandfliegen durch Rauch verscheuchen, die mich einfach ganze Nacht von früh bis abends das wäre viel stechen, krasser. Beißen, pieken. Es ist alles voll. Es ist mega nervig. Und der einzige Moment, wo sie es nicht machen, ist, wenn ich irgendwo lang spaziere. Also ich werde gefühlt so 22 Stunden am Tag irgendwie gebissen und gestorben von denen. Das könnte man mit dem Feuer ausmerzen. Und man könnte natürlich auch das Thema mit der nassen Kleidung super in den Griff bekommen. Also stimmt. Feuer wäre doch schon ein sehr, sehr aber keiner hat Feuer wichtiges an. Element, keiner was man hat hier Feuer bräuchte, an. Um deutlich besser klarzukommen als ich gerade. Ich liege in meinem eigenen Saft und werde komplett zerstochen. Ja. Schön. Genau das ist es. Danke für die Zusammenfassung, Fritz. So. Ich war gerade kurz pinkeln. Wir haben gerade Flut. Und damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt. Das ist so laut, Alter. Wie krass groß meine Fläche ist, in der ich mich quasi bei der Flut aufhalten kann. Seht ihr das? Hier sind meine Schuhe. Bis hier ging das Wasser. Krass. Und hier ist schon ja, die Steilklippe. Der Berg. Lol. Teilweise kommt man hier gar nicht mehr lang. Was ist denn das? 3 Meter oder so? Krass. Ich habe hier noch so einen Streifen gerade aktuell von irgendwie 1 Meter, auf dem ich mich bewegen kann. 1 Meter. Okay, 1 Meter. Und sonst ist ja alles komplett unter Wasser. Krass. Und da hinten tobt die ganze Zeit ein Gewitter. Ich habe die ganze Zeit Halsschmerzen, ey. Boah, da jetzt so eine Erkältung sich einfangen. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Joris, wie geht's dir und dem Krokodil? Okay, ich melde mich nochmal ganz kurz zurück. Eigentlich wollte ich schlafen gehen. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, nochmal ein bisschen wacher zu halten. Denn ich hätte auch Angst. Ja, ich hätte auch Angst. Ich habe keine Angst, dass ein Krokodil anlegt, aber ich hätte Angst. Ich würde es jetzt auch nicht befürworten. Ja, nee, nee. Das ist klar. Ich möchte jetzt irgendwie mir was überlegen, so eine Art Sicherheit. Kann man nichts gegen sagen. Leute wie ich oder auch ein Sascha, ich hätte gar nicht mehr geschlafen. Ich wäre weg gewesen, glaube ich, fast schon. Denn das Problem ist weiterhin, das Wasser geht nachher, man sieht es auf der Kamera wahrscheinlich ganz schlecht, ich kann mir versuchen, mit Licht nachzuhelfen. Denn, naja, das Wasser geht später bis dahin und mein Shelter ist da. Also tatsächlich hört mein Shelter mit dem Wasser irgendwo auf. Und genau das ist das Problem. Wenn das Shelter mit dem Wasser aufhört, dann würde ich als Krokodil wahrscheinlich auch genau an diese Ecke rauskommen. Und wenn dann irgendwie so ein großer Koi-Karpfen über mir baumelt, schwierig. Vielleicht beiß ich da auch mal rein. Ich weiß es nicht. Weil ich bin warm. Gut aussehend. Ich bin groß. Und da schwimmt was im Wasser. Ja. Aber das war ein Barracuda. Wird eine komische Nacht heute. Ja, safe. Wirklich komisch. Das wird ein ungewohntes, bedrückendes Gefühl so sein, sage ich. Okay, ich habe mir jetzt gerade noch mal einige Gedanken gemacht. Und ich habe mich dazu entschieden, das Fischernetz, von dem ich sowieso viel zu viel habe, dazu zu nutzen, unter meinem Shelter großflächig ein bisschen was auszulegen, beschwert mit Kieselstein. Denn wenn ein Krokodil kommen sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann wird sich das mit den Füßen da drin verfangen und direkt den Rückwärtsgang einlegen.
So zumindest hoffe ich. Ist smart. Wäre mir als Krokodil zumindest unangenehm, wenn ich da immer in sowas reintreten würde und nicht rauskomme gescheit. Also ich glaube, da wird nichts passieren, aber... Sorry, ich nehme jetzt die Zeit, ich kann gerade sowieso nicht schlafen. Und jeder von uns hätte Angst und würde irgendwas machen wollen. Und hoffe, dass es hinhaut und ich morgen noch lebe. Peace out. Okay, ich muss ein bisschen umdenken. Das mit dem Netz hätte zu lange gedauert. Deswegen nehme ich jetzt einfach Hölzer und lege sie um mein Shelter rum, weil ich als Krokodil hätte keine Lust. Ich finde gut, dass Joris sich immer in die Perspektive des Krokodils hineinversetzt. Über so einen Scheiß drüber zu steigen, bevor ich da reinbeiße. Und selbst wenn, dann macht es morgen. Macht es morgen so einen richtig schönen Knall, wenn es da drauf steigt. Und dann sollte ich nochmal ein paar Millisekunden Reaktionszeit haben. Ja, aber wie gesagt, ich hätte auch ganz viel Panik da einfach. Um vielleicht meinen Arm zu saven. Einfach dieser Hintergedanke. Das ist halt so, wie wenn man alleine zu Hause ist und nachts ein Geräusch hört. Man hört ein Geräusch und denkt sich, okay, das war's jetzt. Dann kann man auch nicht einschlafen. Genauso ist es jetzt hier. Schon mal ein guter Anfang. Genauso ist es hier. Das Bambus würde wegrollen, was da liegt. Das Gestrüpp, da würde ich als Krokodil nicht durchwollen. Ja, insgesamt vielleicht nicht die beste Lösung. Aber ein Ansatz, ne? Immerhin eine Lösung. Eine Idee. Joris ist echt nachtaktiv. Der Mann in der Nacht, er blüht auf und macht immer irgendwas Krasses. Der macht sein Ding einfach. Oh. Ultra bequem. Sieht auch sehr bequem aus, muss ich sagen. Ich hab's jetzt mal längs gespannt und nicht die ganze Zeit nur quer. Sieht sehr bequem aus. Die Kombination aus beidem ist so geil. Sieht geil aus auch, ja. Weil ich nichts mehr habe, was mir in den Rücken drückt. Die Belastung scheint auch besser zu sein. Ich liege gerade so gut. Krank. Boah. Sah sehr bequem aus. Sah sehr bequem aus, muss ich sagen. Knossi. Es ist mega widerlich. Aber von der Palme tropft es auch noch. Oh. Permanent nass. Alles ist nass. Ja, ja. Aber durch die Klamotten merkst du es nicht. Ich muss eine Nacht rumkriegen einfach. Ja. Ich muss morgen hier etwas anders machen. Und schon ist die Sonne untergegangen. Es ist so sick. Ich muss hier irgendwas anderes finden. Ja. Ich habe noch keine Ahnung wie. Sieht man das, wie das Wasser hier einfach reinkommt? Boah, das ist krass. Also so eine Nacht habe ich in meinem Leben noch nie verbracht. Ne? Das erste Mal. Und das erst die zweite hier. Krass. Ja, das ist mein Blick. Für alle, die es interessiert, wie meine View sieht schon ist, schön aus, ja. Sehen kann. Es wird bei allen eine sehr feuchte Nacht. Muss man sagen. Eine sehr nasse Nacht. Ja, sehr das klamme ist die Nacht. View auf den verdreckten. Direkt nach der Hängematte. Ja. Wunderbar. Ich versuche jetzt. Sorry fürs Verwackeln. Ich versuche jetzt einfach die Augen zuzumachen, solange es hier nicht regnet und nur diese Palmspritzer hier runterkommen. Einfach ein paar Stunden, nicht dass es nämlich wieder anfängt zu regnen. Ja, weil dann. Krasser dann ist Tag. Dann ist vorbei. Krasser erster ganzer Tag war das. Mit ja. Challenge, mit einem Zip und Zap. Und Knossi hat 4 Punkte und er weiß es noch gar nicht. Gefunden. Er weiß es gar nicht. 2 Stück. Richtig guter Tag für Knossi. Ich fühle mich nicht hungrig. Richtig guter Tag für Knossi. Bis jetzt geht's noch. Muss man sagen. Die Nacht hier, das wird eine Grenzerfahrung. Wunderbar. Wir hören uns. Wir hören uns. Vielleicht regnet es auch nicht. Dann wird's entspannt, ne? Dann wird's entspannt. Bis morgen. Dann ist. Ist dann Tag 3? Dann ist Tag 3. Ich habe kein Gefühl mehr für das Ganze. Ich gucke einfach auf die Umschläge. Aber man muss auf die Umschläge gucken und dann noch eine Nacht. Ja. Nee, heute war... Tag 2. Ist die zweite Nacht erst von 7. Alles klar. Danach kommen noch mal 5. Alles klar. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Knossi, mein Lieber. Vielen Dank an alle, die immer noch an mich glauben. Ich glaube sehr doll an dich. Vielen Dank an alle,
die meinen, ich pack's bis zum Ende. Ich weiß, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ich mache mir nur sehr viel Sorgen um seine Infektion am Fuß. Aber ich bin dabei. Das ist alles. Boah, fuck, Alter. Oh, oh. Ey. Was denn? Alter, irgendwelche Viecher fliegen über mich drüber. Fuck. Oh, oh. Was ist das denn? Hast du das gesehen? Ich hab's nicht gesehen, leider. Scheiße, Fledermäuse wahrscheinlich. Oh, hab's gehört. Hau ab, Junge. Ich hab's gehört, aber... Ich weiß nicht, ob man das sieht. Könnt ihr das sehen überhaupt? Nee. Vielleicht kriegt man doch irgendwann... Irgendwann kriegt man vielleicht doch Paranoia. Ich hab's gehört, aber... Der zweite Tag, die zweite Nacht im Dschungel. Eigentlich wartet man nur drauf, dass es wieder hell wird. Ja, das glaube ich. Eigentlich möchte man wieder hell haben, aber man ist auch müde. Ich schlafe noch eine Runde. Euer John J. Rambo. Weil, wisst ihr, selbst im Halbschlaf, wenn es dem Mann wirklich nicht gut geht, ist Knossi noch am Entertainen. Ich kann heute gar nicht pennen. Kacke, ja. Überhaupt nicht. Die ganze Zeit blitzt auf dem Meer. Ich komme nicht klar. Kalt ist auch. Also da auch wieder. Keine Ahnung, vielleicht ist auch nur mir kalt hier auf so einer Insel, aber es ist kalt. Bei ständigem Wind und hoher Luftfeuchtigkeit kann der Körper selbst bei Temperaturen über 20 Grad auskühlen. Besonders dann, wenn dem Körper zu wenig Energie zum Regulieren zur Verfügung steht, ja. Krass, es wird halt super kalt in der Nacht. Ich find's kalt. Mhm. Ich habe alles an, was man anhaben kann. Krass. Ich sitze jetzt einfach hier, ich warte einfach nur, dass Tag wird. Ich pack's nicht, kann nicht pennen. Ich habe vielleicht immer mal wieder kurz die Augen zugemacht, aber es ist mehr so ein Ausruhen statt. Ja, ja. Jawohl, jetzt bin ich ausgeschlafen. Ja, ja. Da hinten, man sieht, das Mondlicht ist auch da. Also man hat auch immer wieder ein bisschen Mondlicht. Ist gar nicht so dunkel, wie man denkt, aber ich weiß nicht, ob die GoPro das einfangen kann. Ja, nee. Also man sieht einfach nur, es ist dunkel. Blut ist auch wieder weg, das heißt, jetzt kommt wieder Ebbe. Mal gucken, ich habe die ganze Zeit da oben auf diesen Stern da geguckt. Den sieht man, okay, den sieht man, ja. Dieser Stern da. Den sieht man. Ich weiß nicht, ist das der Polarstern oder was? Rechts auch Sterne, was so ein Zeichen ist, wie dass jetzt kein Gewitter bei mir ankommt. Aber da vorne links sind die Wolken so dunkel. Warum blitzt jetzt mal nicht? Ja, hast du gesehen? Ich habe leider keinen Blitz gesehen, muss ich sagen. Aber wenn es hier blitzt. Wenn es hier blitzt. Oh, das ist anders. Es ist anders. Es ist wirklich anders. Durchhalten. Immer dran denken. Ne? Willenskraft. 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 Knossi, mentally sehr, sehr strong einfach, finde ich. Ich habe jetzt echt den Weg gemacht. Von der Hängematte ins Lager. Echt? Ich bin müde, aber trotzdem. Krass. Wie Wodka Red Bull. Ja, bei mir ist das auch manchmal so, man kennt das, man ist körperlich richtig müde, körperlich erschöpft, aber der Kopf rattert. Ist wach, der ist noch da. Dann liegt man im Bett und man ist so müde und kaputt, aber der Kopf lässt einen nicht zur Ruhe kommen. Das kenne ich. Das kenne ich. Ich brauche auch einfach eine Kippe. Also ich glaube, das ist das Erste, was ich morgen mache. Die Nacht war, das war nichts. Kacke, das ja. War echt nichts. Schlafmangel ist da, glaube ich, echt. Ich hoffe, dann vielleicht mal Mittagsschlaf irgendwo echt mies, kriege. Ja. Aber die Nacht, und dann kommst du hier rein und denkst dir, so. Da ist nicht viel los im Camp. Der Blick ist auch ganz, ganz besonders. Oh, da brauchst du gar nichts mehr. Ach, Knossi, Junge. Tag 3, 6:45 Uhr.
Sascha Huber, wie hast du geschlafen, mein Freund? Wie geht's dir? Ich hoffe, Sascha filmt sich jeden Morgen, wie er so aufwacht. Fände ich sehr schön. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ach ja, so es ist eine Maschine. Nacht geschafft. Jawohl. Geil. Tag 3, was geht? Juhu. Aber er hat am Ende nicht mehr an Knossi gedacht. Haben wir zumindest nicht auf Kamera gesehen, wie er nach Knossi gerufen hat. Enttäuschung macht sich breit in mir. Spaß. War eine relativ angenehme Nacht. Was heißt angenehm? Seht ihr die ganzen Moskitos da rumfliegen? Keine Ahnung, ob man das sieht. Mit dem Blätterdach haben wir echt da irgendwie, ja, seitdem sind lauter Moskitos unterwegs und es sticht mich die ganze Zeit überall. Ich habe hier immer das Teil so auf, ja, das klappt eigentlich ganz gut. Aber natürlich in der Nacht, da dreht man sich mal, fällt es irgendwie runter, sticht sich wieder im Gesicht. Das ist halt das, was dieser Experte meinte beim Behalt des Scenes. Die Viecher sind das Schlimmste von allem. Dann auf den Fingern, ja, jetzt gerade, weil ich viel mehr sticht sie natürlich auch auf den Fingern. Aber sonst noch zur Nacht, ja. Extrem viele Viecher sind jetzt da. Ja, keine Ahnung, ob die Ameisen da auch überall waren. Was mich da gestochen hat, kann ich nicht sagen die ganze Zeit. Dann waren auch die Krabben da herum. Oh, ganz kurz, Classic, ihr wisst es, mein Kamera-Akku ist wieder leer. Wir changen ganz kurz und dann sind wir gleich wieder da. Schon unterwegs. Da zumindest hier. Ja, und Ameisen stelle ich mir mit am ekligsten noch vor, ganz ehrlich. Ameisen, Feuerameisen, Ruhe. Muss nicht sein. Check mal den View hier aus. So wirst du munter. Das ist schon krass. Sieht sehr schön aus, aber muss man sagen. Das nimmt viel von den Schmerzen weg, dieser View. Aber, oder von dem Leid. Aber ja, die Nächte sind eigentlich schon sehr heftig. Ich denke da immer an Knossi, wie in so einer Hängematte chillt mit Moskitonetz. Boah, Jackpot. Okay, Urincheck. Ach, Sascha. Schön, schön. Scheiße, komplett Geld. Ja. Ich muss echt mehr trinken. Ja. Scheiße. Das ist wirklich super Geld, Junge. Und das Ding ist, ich würde natürlich gerne mehr trinken. Nur ich wollte gestern einfach nicht mehr so viel auf einmal trinken, sondern immer nur in kleinen Schlucken, weil man ja extrem schlecht war. Ja, ja. Heute geht es schon ein bisschen besser, aber mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Kopfweh, schwindelig. Aber es geht schon ein bisschen besser, zumindest die Übelkeit. Ist ein bisschen besser, aber besser ist relativ. Ja, da vorne scheint schon wieder zu regnen beginnen. Man weiß nicht. Boah, sieht aber schön aus, diese Figur, ne? Mich sticht die ganze Zeit. Sogar jetzt, wo ich von meinem Ding weg bin. Mit meinem Shelter. Naja, dann schauen wir rein in die Challenge. Okay, Challenge Nummer 3. Ich bin richtig gespannt. Ich habe eben auch versucht zu überlegen, was für Challenges könnten denn noch kommen. Und ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, wie sowas wie bau einen Tisch oder bau irgendwie einen Stuhl oder so. Aber das wäre auch wieder was bauen, so wie mit dem Bogen. Fischfang sage ich nein. Ich könnte mir vorstellen, 3 Kokosnüsse oder Fülle in einen Behälter mit so und so viel mit Kokosnusswasser voll. Das könnte ich mir noch vorstellen. Irgendwie sowas. Oder gerade ganz spontaner Einfall, baue eine Flöte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Servus. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Was haben Sie sich jetzt wieder einfallen lassen? Bin sehr gespannt. Und zwar Naturfotograf. Tag 3. Naturfotograf. Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug. Oh mein Gott, wie geil. Fotografiere Säugetiere, Vögel, Reptilien, Fische, Insekten. So eine geile Challenge. Es ist wirklich geil. Es ist schwierig, die Challenges zu predikten, aber eine coole Challenge. Pokémon Snap einfach. Pokémon Snap. Robert Kappa. Geil. Fotografiere mit einer GoPro geil. So viele der folgenden 7 Tierarten wie möglich. Erstens Säugetiere. Wirbeltiere mit Haaren und fast immer 4 Beinen. Zweitens Vögel. Wirbeltiere, die... Okay, so viele der folgenden 7 Tierarten. Also jetzt nicht 20 verschiedene Vögel. Die Challenge kann man auch wieder ein bisschen falsch verstehen. Aber nicht 20 Vögel, sondern maximal 7 Punkte gibt es ja auch wieder zu holen dann. Okay, logisch. Eier legen und Federn sowie einen Schnabel besitzen. Geil. Drittens Reptilien, Amphibien.
Wechselwarme Wirbeltiere, die an Land und im Wasser leben. Geil, Junge. Viertens, Fische. Wirbeltiere, die Eier legen, im Wasser leben und mit Kiemen atmen. Fünftens, Insekten. Wirbellose Tiere, die ein Exoskelett, Chitinpanzer besitzen. Sechstens, Spinnentiere. Wirbellose Tiere mit 8 Beinen. Siebtens, Wirbellose. Weichtiere, Krebstiere, Schwämme und Würmer. Okay, also auf jeden Fall Krebstiere hat jeder direkt, Fische hat auch jeder direkt, Insekten hat auch jeder direkt, aber so Reptilien... Die Tierart muss dabei deutlich anhand des Fotos identifizierbar sein. Ein Foto aus weiter Ferne zählt nicht. Robert Mark Lehmann wird als unabhängiger Biologe und Fotoexperte beurteilen, wann eine Tierart erkennbar... Geil, super cool, dass er noch mit am Start ist und involviert ist. Super geil. ...ist und wann nicht. Geil. Pro fotografierter Tierart erhältst du einen Punkt. Tierarten zählen nicht doppelt. Ah, okay. Maximal zu erreichen direkt Punktzahl erklärt. Ist also 7. Direkt erklärt. Solltest du mehrere Tiere der gleichen Tierart fotografieren, so zählt das Foto, auf dem die Tierart am eindeutigsten zu erkennen... Okay, super gut, dass alles so ausführlich erklärt ist. Nutze, wenn möglich, beide GoPros, wobei die eine das Foto schießt und die andere parallel ein Video aufzeichnet. In der Aufzeichnung sollte zu hören sein, welche Tierart du gerade fotografierst. Geil! Aber gut, muss sagen, coole Challenge. Sehr geile Challenge, ja. Geh mal richtig an, aber natürlich vorher erstmal frühstücken, schauen, ob wir irgendwo eine Kokosnuss finden. Sehr geile Challenge. Ich habe meine Wasserbottle irgendwo verlegt, muss jetzt noch suchen gehen. Ich hoffe, die habe ich nicht gestern beim... herumspazieren, unten am Strand liegen gelassen. Wirklich geile Challenge, muss man sagen. Da bin ich ja mal kurz auch, dass Robert Magnemann dabei ist. So ein bisschen über alles nachgedacht und Ebbe und Flut war in der Nacht natürlich schon wieder da, das heißt, die wäre jetzt weg. Boah, und nicht zu vergessen, der morgendliche Formcheck. Formcheck. Überall die Viecher. Ja, von der Form her, ich glaube, ich habe schon extrem abgenommen. Also, ich weiß nicht, ob man da irgendeinen Unterschied... Es sieht schon weniger aus, auf jeden Fall hier so im Bauchbereich. Ich kann es nicht genau sagen, auch Brustbereich. Sieht auf jeden Fall ein bisschen weniger aus. Erkennt, aber ich habe so ein Gefühl, da ich, boah, ja. Ich habe schon extrem abgenommen. Ja. Also komplett Wahnsinn, scheiße. Also keine Ahnung, ob man einen Unterschied erkennt zum Vorher nachher. Das war noch ein Tag, das wäre schon krass. Aber kann easy sein. Habe ja eigentlich nichts gegessen, außer ein bisschen was von der Kokosnuss. Hui. Geile Challenge, ach Mann. Ich liebe die Challenge gerade. Alles für die Challenge, super geil. Hallo. Nova, wie geht's dir? Morning in the morning. Es ist der dritte Tag. Ich habe wieder richtig scheiße geschlafen. Ja, aber jeder, glaube ich. Da muss ich mich echt drum kümmern, weil... jede Nacht, wenn ich mich einmal nach links oder rechts drehe, ein, zwei Bandscheiben rausknallen. Ja, unangenehm. Ich habe Rückenschmerzen einfach den ganzen Tag. Richtige Oma hier am Meckern die ganze Zeit. Ich dachte, wir packen jetzt mal zusammen den... Ja. Die Challenge aus. Tag aus, die dritte Challenge. Ah, ich wusste es. Ich aber wusste cool. Es. Cool, oder? Geile Challenge. Boah, das wäre so geil, wenn ich jetzt nochmal ein Bild von dem Hai machen könnte. Ja. Das wäre schon mal das wär sehr big. Cool. Das wäre echt big. Street Credibility. Oder den Naturfotografen werde ich ein Foto von dem. Ja, also Robert Maglema muss das ja eindeutig erkennen können, den Hai. Man hat bei ihr nur die Flosse gesehen, aber ich würde ja trotzdem sagen, okay, es ist auf jeden Fall ein Hai. Was echt ein Hai hätte. Ja, die Frage ist, wir haben ja auch eine Taucherbrille hier, ob ich mal ins Wasser gehen soll. Boah, riskant. Bin mir aber so ein bisschen unsicher. Einfach aufgrund dessen, dass ich faktisch gesehen weiß, dass da ein Hai drin ist. Was aber nicht schlimm ist, weil ich glaube, Haie nicht an mir interessiert sind und die auch eher... jetzt nicht Lebewesen sind, die jetzt sich denken, so geil, ich klapper mal irgendwie den Gringo da an. Ah ja. Okay, aber was eine schöne Challenge. Safe. Das freut mich. Ich liebe die Challenge auch. Das ist sehr cool. Oh, da freue ich mich mega. Ich glaube, da wird Joris richtig drin aufgehen und Knossi wird da drin, glaube ich, auch richtig aufgehen. Ich glaube, jeder wird darin aufgehen auch. Jeder. Ich kann die Hermit Crabs abfotografieren. Die habe ich gesehen, Fische in dem kleinen Teich und auch in dem Seewasser, in dem Süßwasser. Ja. Und dann wird es schon ein bisschen spärlich, sagen wir mal so. Sind Austern oder so Seepocken, sind das Tiere? Gut, ja.
Weichtiere, ne? Austern. Knaus hier direkt. Tag 3 im Dschungel. Sam was wild. Knossi, erste Nacht. Zweite Nacht. Lass den Tag beginnen. Tag 3 auf einer tropischen Insel. Knossi ist noch mit dabei. Ich hab, bis die Sonne aufgegangen ist, ja, hier an der Palme. Krass. Gepennt. Vielleicht eine Stunde. Hm. Einfach gepennt. Jetzt bin ich wach. Es ist die beste Zeit des Tages. Weil es ist kühl. Die Sonne ist noch auf der anderen Seite der Insel. Und es ist hell. Es geht ein schöner, lauwarmer Wind. Ich werde mir gleich die Sachen ausziehen. Unten. Mir versuchen die Füße ein bisschen zu trocknen, weil die einfach nass sind. Weil ja, alles nass ist. Klar. Die Socken trocknen lassen. Aber ich habe mir gedacht, was ich heute als allererstes mache, die Challenge auf und danach endlich eine Kippe, bitte. Ja. Einfach eine Kippe. Hat er sich verdient. Schöne 100er Marlboro. Hat er sich verdient. Einfach eine Kippe. Letzter Tag war sehr erfolgreich bei Knossi auch. Entzug ist hart, aber man kann es schaffen. Aber ich habe mich die ganze Nacht jetzt auf diese Kippe gefreut. Und ich hoffe, ich kriege irgendetwas an. Hm. Das ist auch schon wieder nass. Ja klar, aber ist alles, wichtig ist, alles komplett nass. Die Challenge. Jetzt zu Beginn des Tages mache ich die schon auf. Das ist wirklich wichtig und ich bin gespannt. Das Ding ist, Knossi kann halt nicht so gut gehen, nicht so gut laufen mit seiner Verletzung auch am Fuß und man muss sich für die Challenger zwangsweise viel bewegen, suchen, gucken, dahin gehen, dahin gehen. Bitte. Das wird halt schwer. Lass es heute was Einfaches sein. Ich will heute mein Lager umbauen. Bitte nicht groß, bitte keine Baustellen. Ja. Bitte nicht bauen eine Aussichtsplattform. Nee, das nicht. Was mal was easy going. Challenge Tag 3. Naturfotograf. Fische kriege ich hin. Ja. Insekten kriege ich vielleicht auch hin. Spinnentiere kriege ich hin. 1, 2, 3, 4 Sachen habe ich auf jeden Fall gesehen. Vögel auch gesehen, aber schwer. Reptile und Säugetiere nicht gesehen. Vögel wird sehr schwer. Ich behalte das heute bei mir. Und wir haben den ganzen Tag Zeit. Das ist halt, kann man nebenbei machen halt. Wenn ich was sehe, sehe ich was. Hart, aber schön. Nichts, bei dem man Druck hat, kann man immer mal wieder über den Tag verteilt machen. Aber jetzt möchte ich gerne Kippe rauchen. Ich hoffe, er kriegt's hin. Plan ist einfach. Hier, Zunder wegzunehmen. Mhm. Was einigermaßen trocken ist. Wenn das kurz brennt, sofort mit der Kippe dran. Ich würde es ihm gönnen. 2 Nächte, noch 5. Bruder. Hart, hart, hart. Es ist wirklich geil, aber auch hart. Ja, kannst wieder vergessen jetzt mit Kippe. Hm. Wenn ich die Kippen jetzt aufmache, die Zigaretten, dann sind sie wahrscheinlich alle nass. Ich habe es direkt hier erstmal in Sicherheit gebracht. Die waren auch oben jetzt im Regen gestanden, aber das Ding ist ja normalerweise wasserdicht. Ich traue mich gar nicht jetzt aufzumachen. Och Mann. Aber ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt heißt es erstmal wieder ausstehen hier im Regen. Der Regen ist echt abfuck. Unter der Palme. Warten, bis es aufhört. Ja. Mit einem Feuerzeug wäre es kein Problem. Dann würde ich mir hier eine rauchen. Ne? Aber der Regen macht halt echt alles kaputt. Also auch, also für alle. Obwohl. Erschwert einfach alles. Zunder? Ja, ich traue mich aber nicht, die Kippe rauszuholen. Ich traue mich nicht, die Kippe rauszuholen. Kommt ein Tropfen drauf. Aber hier tropft nichts. Kann ich am Baum zundern? Nee, ne? Am Baum? Möglich ist alles eigentlich, ne? Oh ja! Es geht! Was Knossi hier macht, ist fahrlässig und soll kein Vorbild sein. Feuer muss immer kontrolliert sein. Bitte auf keinen Fall einfach Bäume anzünden. Die Kippe. Ja. Es geht. Weder, Freunde, bitte, weder Bäume anzünden noch rauchen. Okay, die zwei Sachen mitnehmen.
Beides nicht machen. Oh, bitte. Und hier kann ja nichts rein. Knossi sowieso nicht als Vorbild nehmen für irgendwas. So. Na? Dann haben wir es. Ruhe. Nicht richtig an. Nee. Ich entzünde meine Kippe an der Palme. Ja! Mentally das ist also mein Feuerzeug. Mentally hier. Halt wichtig für ihn. Mentally halt super wichtig für ihn, ne? Klar. Ich hole euch runter. Oh, die kickt. Oh, die kickt rein. Knossi ist hochgradig abhängig von Nikotin, tut euch und eurem Umfeld einen Gefallen und fangt nicht an zu rauchen. Wie gesagt, ich bin auch gar kein Freund vom Rauchen. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht und habe es auch nicht vor, so stolzer und überzeugter Nichtraucher. Ja, kann ich also nur unterschreiben hier. Kann ich nur unterschreiben. Ja, das ist, ey, echt Nikotinentzug. Ich merke das jetzt. Nach der Kippe könnte ich mich hinlegen und schlafen. Seid froh, dass ihr das nicht habt. Seid wirklich froh. Allein wenn man das hier so sieht, das ist so surreal für mich, das so zu sehen. Das ist so, als ob er sich so ein 0,5er Bier jetzt aufmacht. Wisst ihr, als ob er so, stell dir mal vor, er hätte dieselbe Reaktion, wenn er sich so ein Bierchen reinzieht. Das wäre ja richtig gruselig schon fast, wisst ihr. Also weißt du, wie er da so gerade echt in so einem Trance-Zustand kurz war. Bisschen gruselig auch. Muss man sagen. Joris. Öffne die Challenge. Ich sag, Joris wird sich super freuen über die Challenge. Reiher. Oh mein Gott. Genau das gleiche Dreipolz von gestern. Dreipolz. Ist abgetaucht. An der gleichen Position, wo ich es gestern auch gesehen habe. Oh nein, und er. Oh mein Gott, er weiß noch nicht. Er weiß noch nicht, was die Challenge für heute ist. Er hätte jetzt schon Bilder machen können. Oh, das ärgert mich gerade am meisten. Er hat ihn noch nicht aufgemacht, soweit ich weiß. Ich mache gerade aus diesen 80% fast 100. Ein Treibholz taucht nicht ab, nur weil ich mich bewege. Mach die Challenge auf, Joris. Ich mach die GoPro jetzt mal auf Doppel-Zoom-Modus. Okay. Und sobald es im Zoom-Modus ist, schalte ich die Kamera ein, sobald ich nur mal was sehe. Oh mein Gott, sehen wir jetzt echt ein Krokodil? Ich war wieder nicht schnell genug. Es ist ein Krokodil. Das ist so krass. Bei Joris hätte ich am wenigsten erwartet. Krokodil ungefähr 70, 50, vielleicht auch nur 30 Meter von hier. Bei Joris hätte ich es am wenigsten erwartet mit. Und ich habe die ganze Zeit in der Hängematte geschlafen. Boah. Die von diesem Zeug hier beschützt wird. Aber gut, dass er geschlafen hat. Gut, dass er geschlafen hat. Aber anscheinend hat es gereicht. Ich habe echt gut geschlafen. Das freut mich, das ist gut. Aber ich schalte jetzt die Kamera um, dass ich das irgendwie zeigen kann, wenn ich es wieder sehe. Da. Genau dort. Das ist 100%. 100%. Okay. Ja, ich sehe es leider nicht. Man sieht nur den obersten Teil. Das hier, ne? Ne? Man sieht... Das hier. Oder das hier. Ich glaube, er meint das hier. Die Augen und man sieht die Schnauze ganz leicht. Oder dort. Das hier? Nee, doch, das hier, das Kleine. Das, ich glaube, auf der Kamera ist ein bisschen erkennbar. Das Kleine hier. Man sieht die Schnauze und man sieht die Augen. Charakteristisch für ein Krokodil. Dieses Treibholz. Das, okay, man sieht es hier, ja, man sieht es da. Dieses Krokodil ist vorhin in diese Richtung geschwommen. Getrieben, abgetaucht und jetzt ist es in diese Richtung. Okay, wir sehen es noch. Ich habe es noch im Blick. Genau dort bei den Reihern. Ich habe es noch im Blick. Das sind immer ein Indiz dafür, dass es gerade viel Futter gibt. Ich habe schon gesagt. Genau dort ist das Krokodil jetzt auch unterwegs. Kacke, ja. Es schwimmt oben, es schwimmt oben, es schwimmt oben. Noch, sehr schnell und jetzt ist es abgetaucht. Jetzt ist es einfach weg.
Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Da ist Ja, da. Das ist es echt. Man sieht diesen schwarzen Punkt. Das ist halt, das ist ein Krokodil. Kann man nicht anders sagen. Ist schon ein Krokodil. Gerade eben von da, jetzt von da. Die Länge von dem, was ich sehe, 1 Meter. Was unter Wasser ist, kann ich natürlich nicht sehen. Die Schnauze und die Augen gucken aus dem Wasser. Charakteristisch für ein Krokodil, 100%. Wenn ich jetzt näher komme, muss ich gucken, was passiert. Alter, es schwimmt lang einwärts. Wasser einwärts. Oh Gott, Meer einwärts. Ja, 100%. Das ist ein fucking Krokodil. Ich wünschte gerade einfach nur, dass Joris die Challenge schon geöffnet hätte. Der hätte einfach jetzt schon 2 Sachen abhaken können. Es ist so krass. Da schwimmt's. Ist jetzt komplett dumm, mit Socken und Flipflops so nah ranzugehen. Oh mein Gott, Digga, fall bloß nicht hin. Ich weiß es nicht. Aber man sieht's, glaube ich. Ja, ja. Sieht man's auf der Kamera? Hier. Da. Das sieht auf der GoPro so weit weg aus, aber das sind... Es sieht echt sehr weit weg aus. 12 Meter. Krass, das ist so nah. Es sieht echt sehr weit weg aus. Gerade hier. Es sieht super weit weg aus, ja. Und es schwimmt gerade ganz entspannt in diese Richtung. Oh, ich weiß nicht warum. Ich habe so ein Verlangen, einen Stein dahin zu werfen. Ich wäre gestorben, aber ich würde es auch nicht machen. Aber ich habe gerade so ein Verlangen. Keine Ahnung warum. Das Gleiche von gestern, kann ich anhand der Größe sehen. Vielleicht ist es ein bisschen kleiner als das gestern, also vielleicht sind es auch 2. Aber das ist so krass. Wie es einfach, ihr habt es gerade gesehen. Ja, da war's grade, das ist, eben, das jetzt ist es kein dort. Treibholz. Das Welches bewegt sich. Treibholz treibt so schnell? Das und bewegt man sich sieht nicht. Auch die Linie von da nach da gibt es Bewegung unter Wasser. Boah, ja, krass. Es hat die Richtung gedreht. Es ist so verrückt. Jetzt schwimmt es wieder da hinten hin. Das ist schon krass. Man sieht die Schnauze jetzt. Ich guck kurz auf der Kamera. Ja, wartet. Sieht man's? Was ist das? 2 sogar? Ja, da irgendwo müsste es auf der Kamera zu sehen sein. Gerade eben ist es hier lang geschwommen. Ja, man sieht's jetzt noch. Da lang. Ist es nicht mehr 12 Meter draußen, sondern jetzt ungefähr 20. Ich mach die Kamera jetzt mal wieder aus. Krokodil ist 30 jetzt Meter krass. Draußen. Vielleicht 35, 40. Aber ich bin mir 100% sicher, dass es eins ist. Jetzt ist es nämlich abgetaucht. Man hat ungefähr 3 Meter Linie hinter ihm gesehen. Das ist ein 2,5 bis 3,5 Meter langes Krokodil, das gerade so seine Bahn zieht unter Wasser. Digga, okay, krass. Krass. Was eine heftige Folge. Ich warte noch kurz das Ende ab. Kommt noch irgendwas am Ende? Irgendwas Wichtiges? Wir haben noch 8 Sekunden. Nee, kommt nochmal Werbung. Auch wichtig. Okay, es kommt nichts am Ende, was irgendwie noch wichtig ist für die Story oder so. Holy shit, Junge. Wir haben einfach ein Krokodil gesehen. Das war wirklich ein Krokodil. Also, ich habe es jetzt nicht identifiziert als Krokodil, aber anhand der Bewegung. Weil Joris meinte schon, Treibholz geht nicht so und nicht so gegen die Strömung und in diese Richtung. Das war auf jeden Fall ein Krokodil. Holy shit. Ich bin super gespannt. Ich liebe die Challenge, ja. Wie gesagt, schade für Joris. Er hätte auf jeden Fall schon mit den Reihern allein schon was wegmachen können. Mit dem Krokodil. Je nachdem hat man sich so eindeutig identifizieren können. Deswegen mal sehen. Aber Challenge super cool. Sascha hat sich eine Verletzung zugezogen am Finger. Knossi ist immer noch verletzt und beklagt das. Alle haben super schlecht und super wenig geschlafen. Ich bin richtig gespannt, was Otto auch macht. Der will ja nochmal erkunden in der nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, wie sie die Challenge meistern, weil ich glaube, da wird es nochmal cool sein, wenn man ein paar Käferarten sehen, ein paar Vogelarten sehen. Wenn Leute vielleicht so einen kleinen, keine Ahnung, wie heißen die denn? So eine Echse irgendwie, wie heißen die denn? Auf jeden Fall solche Echsen, wenn die sowas sehen. Da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf. Und ja, wir haben natürlich erstmal am Samstag 18 Uhr zusammen die neue Behind-the-Scenes-Folge und am Sonntag zusammen die nächste Folge 7. Ich freue mich drauf. Bis jetzt, ich bin echt richtig happy mit allen und freue mich einfach wieder reinzuschauen. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehen natürlich, wie immer, ja. Dann sehen wir uns und ciao, ciao.